Swams. Schlecht würfeln, aber mit Stil, Folge 55. Wie immer mit dem Yogi. Und dem Micha. Und ja, mit dem Marcel. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, oder guten Abend hier. Oder guten Morgen, wie auch immer. Ja. Du bist heute hier, um aus deinen Erlebnissen von der Truman Show zu berichten, habe ich gerade gehört. Ja, aus der Truman Show. Ich war 4 Jahre gefangen. Ja, es war die Hölle. Nein, eigentlich bist du heute hier, um Knizia oder nicht zu spielen. Aber erzähl uns erstmal, wer du bist, bevor du zu der wichtigen Aufgabe kommst, zu erraten, was Yogi gewürfelt hat. Also kurze Randgruppe zu mir. Also Marcel ist mein Name. Ich bin zarte 43 Jahre alt, bin ein Teil auch der Dice Brothers. Und mich kann man sehr schön auf dem Kanal sehen, neben Yogi oder neben meiner Frau oder ja. Ein begeisterter Brettspieler. Ja. Herrlich. Du bist also Teil des Blockspiele-Imperiums. Ganz genau. Des Imperium, genau. Für den Imperator. Wer weiß, wer das von uns hier ist? Ich habe zum zweiten Mal in Folge die Ehre, nicht zu raten. Ja, das ist voll krass. Du holst immer irgendwelche Joker rein. Und bereits jetzt schon zum dritten Mal hat jetzt irgendwie ein Joker für mich die Chance, mich wieder zum Würfeln zu machen. Du musst erraten, was Yogi gewürfelt hat. Ich gebe dir einen Tipp, dass du vielleicht nicht das nimmst, was Jeanette genommen hat in ihrer Folge. Das hat er bestimmt nicht gewürfelt. Ja, vor allem, was hat Jeanette in der Folge genommen? 1, 3, 5, 5. Okay. Ach so. Nein, 1, 3, 3, 5. Entschuldigung, 1, 3, 3, 5. Okay. Und ich soll einfach ein Würfelergebnis raten. Ja, also du solltest nicht, die Zahl sollte nicht unter 4 landen. Unter 4 und größer als 24 sein. Ja. Okay, die 7. Was? Du hast das Konzept nicht verstanden. Nein, habe ich auch nicht. Du hörst unseren Podcast nicht. Ich merke das schon. Du willst deinen. Der Jörg hat 4 Würfel. Du sagst uns die Werte dieser 4 Würfel. Das sind 6-seitige Würfel. 6-seitige Würfel, okay. Wir machen das mal mit den 20 demnächst. 5? 5? 6? 5, 3. Moment, waren das jetzt nicht ein Würfel zu viel? 4 Stück, ne? Ja, was hast du jetzt gesagt? Also nochmal. 6, 5, 5. 6, 5, 4, 3. 6, 5, 4, 3. Okay. Gratuliere zum Nichterfolg. Na, danke. Aber es, 2 Zahlen stimmen tatsächlich. Die 6 und die 4 waren korrekt. Ja, okay. Aber es gab noch 2 Vieren. Was? Noch 2 Vieren? Es gab also 4, 4, 4, 6 wäre der Wurf heute gewesen. Ich war auch das Spannende ist, das Ergebnis stimmt. Ja, das stimmt. Hättest du jetzt vorher direkt so 18 gesagt, wäre ich schon in Schwitzen gekommen hier. Aber ich bin in letzter Zeit sowieso sehr oft in Schwitzen gekommen, was das angeht. Ihr wart ja teilweise nur eine Zahl daneben oder so. Richtig krass. Also... wirklich richtig krass. Aber diesmal war es schon ein bisschen besser daneben. Ich bin wieder zufrieden. Ich fühle mich wieder sicherer. Oh, dann fällt mir auf. Ich habe Botgang liegt nicht auf. Weil wir wollen doch über Platz 55 reden, richtig? Allerdings, in Folge 55 müssen wir über Platz 55 reden. Mal gucken, ob wir uns wiederholt über etwas unterhalten oder ob wir ein neues Spiel präsentiert kriegen. Das hieße, wenn wir uns wiederholen unterhalten möchten. Aber wir sind Blood Rage sind wir jetzt mal weg von, oder? Wir waren doch schon letztes Mal weg von. Wir waren doch letztes Mal schon bei. Das heißt ja nichts. Ja, stimmt, wir waren bei Agricola, stimmt. Ah, Entschuldigung, ich bin noch im Blood Rage Universum. Agricola. Kein gut gealtertes Spiel meiner Meinung nach. Marcel hat ein Echo. Ich habe ein Echo. Ja, das ist okay. Oh. 55! 55! Boah, pass auf. Über das Spiel können wir reden. Darüber können wir auch reden. Ja, wir können da wirklich drüber reden. Das haben wir, glaube ich, alle gespielt. Oh je. Oh. Es ist 2023 erschienen. Ah, ist gar nicht so alt. Es ist von Luc Rémont und es hat den wichtigsten Brettspielpreis der Welt gewonnen. Platz 55 mittlerweile schon.
Ist das so? Okay. Dass es den wichtigsten Preis der Welt gewonnen hat? Ja, das weiß ich ja. Den Schwarzer Wort, ja. Das ist ja logisch. Aber dass das 55 ist, ist krass. Es ist auf Platz 55 hochgestiegen. Ah, das ist krass. Ja, dann verrat doch mal unseren Zuhörern, über was wir reden. Wer das jetzt noch nicht weiß, ne, dass wir über Sky. Der ist neu bei uns im Podcast. Ja, der weiß ja, der oder diejenige weiß ja dann vielleicht auch gar nicht, was der wichtigste Brett, also Brettspielpreis ist ja eigentlich gar nicht so genau, ist der Würfelspielpreis. Ja. Also der wichtigste Spielepreis, wir können es ja vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen. Ja, den 20. des Jahres hat das Spiel gewonnen. Das Sky Team von Le Cremant. Erschienen bei Masqué und 2024 dann auch bei Cosmos. Und ja, richtig gutes Ding, Verlagen. Richtig gutes Ding. Nächstes Jahr erscheint es in Finnland. Okay. Ja, gut, das nehmen wir mal so hin. Ob man es glaubt oder nicht, es ist jetzt 2024, schon die fünfte das Edition, die Scorpion Masqué rausgebracht hat von dem Spiel. Die fünfte Auflage? Ja. Hatten die dann von vornherein kleine Auflagen oder hatten die einfach die Abverkauf also hoch? Das sehe ich hier nicht. Das steht nur gerade hier bei Boardgame Geek, dass 2024 Sky Team English Edition Fifth Printing erschienen ist. Also. Ja, okay, ist trotzdem, glaube ich, schon eine, ich denke, dass eine Ansage. So kleine Auflagen. Auf jeden Fall ab der zweiten nicht. Also die erste weiß man ja nicht unbedingt, aber ab der zweiten auf keinen Fall mehr. Weil da war ja klar, was abgeht. Oder? Die erste bis dritte Edition ist auch alles 2023 erschienen. Also da könnten vielleicht tatsächlich noch kleinere Auflagen gewesen sein. Da gehe ich auch mal von aus, weil ich meine, ich glaube, am ersten Tag oder am zweiten Tag der Spiel letztes Jahr war es ja auch direkt ausverkauft. Das geht auch mit großen Auflagen, zeigt die Spiele immer wieder. Ja, das stimmt. Wir, glaube ich, 300 oder so letztes Jahr pro Tag. Ja, krass, ey. Ich weiß noch, da muss man ja ehrlich sein, wir haben es ja auch ehrlicherweise auch nur vernünftig bekommen damals, weil wir ehrlicherweise natürlich ein bisschen früher in die Halle konnten, so, ne? Und dann vorne in der Schlange standen, wenn man so will, ne? Was? Nein, wir mit Ach, Quatsch. Ja, weiß ich nicht. Ich habe es auch noch bekommen, weil ich in der Schlange zufällig jemanden noch getroffen hatte, wo ich gesagt habe, könntest du vielleicht... Ja, aber genau so ist das ja leider auch. Ne? Aber das gut, stimmt. Das haben ja, die meisten haben es ja jetzt auch. Also, ich mein, das stimmt. Also ich meine, kann man sich jetzt drüber zanken oder nicht? Genau. Ja. Hätten wir das auch. Allerdings. Ja, cooles Ding. Platz 55. Kauf der Woche. Oha. Was hat denn der Gast gekauft? Sind wir mal freundlich. Ja, genau, komm. Er hat ja auch was gekauft, das passt. Ja, ich habe es neu eingezogen diese Woche. Und zwar einmal Bierpioniere und die Klinik. Ja, für eins muss er dich entscheiden, was der Kauf der Woche ist. Der Kauf der Woche, boah, was ist denn jetzt mein Kauf der Woche von den beiden? Die waren beide sehr gut, aber noch ist gerade Bierpioniere ein bisschen zugänglicher gewesen, weil die Regeln von der Klinik noch ein bisschen hartwurstig waren, wie der Jogi immer so schön sagt. dann, ja, Bierpioniere. Ist auch nominiert zum Kennerspiel des... Das Ding ist auch nominiert zum Kinderspiel des Jahres auch gewesen. Es geht darum, dass im Ruhrgebiet wir Brauereien, kleine Hausbrauereien sind und versuchen natürlich die Brauen, also das Bier auf den Markt zu bringen. Geht los mit Altbier, das älteste bekannte Bier, was man im Ruhrgebiet gebraut hat, bis hin zu Pilz, Weizen, Lager und dergleichen. Und habe ich gutes Kinderspiel, ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Artwork ist nicht so schön, könnte auch ein Friedemann-Friese-Spiel sein. Ein Hauch von Grün. Schön. Oh, aber spielerisch ist es sehr gut. Ja, was soll ich noch großartig so sagen? Wir haben es bis jetzt auch nur einmal gespielt, zu zweit auch allerdings nur. Ja, ich freue mich schon auf eine Partie zu dritt oder zu viert. Ja, klingt auf jeden Fall. Wenn es um Bier geht, bin ich dabei. Ja, optisch das Thema kommt leider sehr gut nicht so ansprechend. Ja, wenn das leider. Spiel gut ist.
Ja, ja, nee, klar. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann man machen. Aber ich finde, optisch hat's halt, gewinnt es halt eher die hinteren Ränge. So. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, von dir höhere Ränge, Yogi, was du gekauft hast. Ja, das Verrückte ist, ich habe gerade darüber nachgedacht, so ein bisschen, was überhaupt mein Kauf der Woche oder der letzten 14 Tage gewesen sein könnte. Ne? Und ehrlicherweise ist hier so gut wie gar nichts eingezogen. Das höre ich alle zwei Wochen, Jörg. Nee, ich gebe keinen Kauf der Woche. Was? Nee. Liebe Leute, das gibt es doch nicht. Macht euch drei Kreuze in dem Kalender. Wir haben den 6. November 2024. Wir nehmen Swarms Folge 55 auf und Jörg sagt, es gibt keinen Kauf der Woche. Was soll ich denn sagen? Ich, im Moment bin alles ich eher gut dabei, Sachen abzuspielen. Ich finde das doch schön. Es ist doch schön. Ja, ich finde das auch gut. Dein Vorsatz nochmal jetzt treu bleibst. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Spiel gekommen, aber das war kein Kauf. Das ist ein Rezensionsexemplar. Das kann man so genau nicht sehen. Das hätte ich hier auch anzubieten. Ein Rezensionsexemplar. Ja. Na, eigentlich zwei, aber... Ja, aber sonst kann ich... Also ein Kauf der Woche gab es einfach mal nicht. Ja. Also mein Kauf der Woche sind ein paar fehlende Lokana-Karten für meine Sammlung, aber das ist auch nicht so spektakulär. Ja gut, ich habe mir zwei Booster von dem neuen Star Wars Set schon mal gekauft. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, wer der Imperator ist in dieser Runde. Das ist der mit der Katze auf dem Schoß. Ja, die verdammte Katze, ey. Ich höre sie zwischendurch beim Miauen. Das ist so typisch, wenn sie jetzt komplett schneeweiß wäre und du streichelst sie dann währenddessen die ganze Zeit über den Kopf, dann bist du der Imperator auf jeden Fall. Ja, ja, so die Frage ist nur, welche Inkarnation von Blue. Ja. Für wahr. Aber dann bleibt ja nur noch eine Rubrik übrig. Das spielerische Highlight. Da darf der Gast natürlich ja loslegen. Ja, muss ich mich auch drüber nachdenken, wie immer. Das spielerische Highlight. Boah, bleibe ich da auch bei Bierpioniere? Oder sogar gestern von... Die Klinik, würde ich sagen. Das spielerische Highlight. Geschickt jetzt das andere Spiel. Ja, wir sind beide sehr, sehr hoch gerankt bei mir schon, wo ich sagen muss, ich will auf jeden Fall nochmal spielen. Das ist wirklich, das ist, ja man, wie der Name schon sagt, die Klinik am Management, man managt quasi ein Krankenhaus. Das ist nicht wirklich so... Also man muss es wirklich managen. Man baut Gebäude, man baut verschiedene Patientenzimmer, verschiedene Bereiche auch. Ja, es entstehen überall Kosten für jedes Gebäude, was du baust, für jedes Plättchen, was du baust, sind Kosten, die musst du natürlich einnehmen, indem du Patienten heilst, weil nur gesunde Patienten geben dir auch Geld im Nachhinein. Dann gibt es aber auch so viel Kleinigkeiten, so Mikromanagement, wie jeder Patient und jeder Mitarbeiter bringt halt ein Auto mit. Das heißt, du musst auch genügend Parkplätze haben. Es gibt diese Autos auch in wahrsten Wortes in kleinen Miebelformen, die man wirklich auf dem Brettspiel stellen muss. Du musst Parkplätze bauen, dann, ja, das ist einfach, du musst in ganz in die Höhe bauen. Lacerda und nicht. Ja, ist auch, komischerweise ist das nicht von Lacerda, aber ja. Design von Ian O'Toole. Ah, okay. Der macht ja auch mal so viel Lacerdas eigentlich, designt er auch. Ja, und das ist aber, wenn wir da auch, geht das in Richtung Expertenspiel. Ich glaube, bei BG hat das gerade Ranking, also nicht ein Ranking, sondern Expertenranking von 3,99. Das ist knapp an der Grenze. Ich habe gelernt, man kann noch mal 0,5 Prozentpunkte abziehen in unserer letzten Folge. Ja. Ja, es macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Ist auch sehr, leider ein bisschen sehr mathematisch teilweise, muss man wirklich durchrechnen, schaffe ich das diese Runde, schaffe ich das nicht. Und das Schöne ist, Siegpunkte kannst du nur generieren, wenn du am Ende der Spielrunde dein Geld in Siegpunkte umwandelst. Ah, ich dachte, wenn entweder behältst du das Geld, du kaufst quasi Beliebtheit. Ich dachte, wie ein Warnleben. Die Patienten lange genug auf dem Operationstisch quasi malträtiert hast, bis sie dieses Portemonnaie öffnen. Das geht natürlich auch, weil die haben verschiedene Stufen, weiß, gelb, orange, rot. Natürlich, wenn die weiß sind, noch nicht, bringen die am wenigsten Geld, wenn du dann heilst. Natürlich kannst du auch sagen, oh gut, dann heilen wir diese Runde den halt noch nicht, weil dann wird der nächste Runde automatisch ein Gelb. Und damit kriegst du mehr Einnahmen. Also man kann ja auch so ein bisschen hinauszögern, die Heilung. Sehr freundlich.
Also war ein komisches Krankenhaus. Ja, weiß, aber... Ich glaube, das ist ein amerikanisches Krankenhaus. Nee, ich glaube, dass diese Philosophie dahinter kommt, ist schon... Na, Krankenhäuser sind heute eh alles Wirtschaftsunternehmen. Also von da aus ist das gar nicht so abwegig. So. Das ist genauso wie dann, wenn du irgendwelche langen Fußwege und Wege hast für die Ärzte und alles. Das heißt, jeder, das kostet Zeit und Zeit ist bekanntlich Geld und Geld, wenn du Geld verlierst, verlierst du Beliebtheit. Ja, du, umso mehr du läufst, umso unbeliebter wirst du. Das sind so extrem viel Management, kleine Managementaufgaben, was aber zum Puzzeln und ein bisschen Überblick und tierisch Spaß macht. Ja, verrückt. Hier ist das spielerische Highlight wieder ein Kinderspiel. Oh, ein Kinderspiel. Ja. Tja. Wir haben gerade erst im Swarms Kid Podcast auch drüber geredet und dieses Spiel liegt hier irgendwie ständig auf dem Boden und man muss es auf dem Boden spielen, damit das richtig Spaß macht. Das, Fußball. Nein, Go. Stell dir vor, du nimmst Pappkarten, die Tiere darstellen, ja? Kühe, Schweine. Ja. Ja, die legst du auf den Boden. Und wenn du das spielst, dann hast du so ein außerirdisches UFO und das hängt an so einer Feder. Ja? Also eine richtig große Feder und unten, der untere Teil vom UFO, da sind Saugnäpfe dran. Okay? Oh, ich kann mir schon vorstellen, okay. Und auf los versuchst du halt jetzt dein UFO nach unten schnellen zu lassen, dass die Karten an den Saugnäpfen kleben bleiben. Und du so möglichst viele Tiere sammelst, die dir Punkte bringen. Und wenn alle Tiere entführt wurden von den Außerirdischen, guckst, wer die meisten Punkte hat. Das klingt, also ja, das kommt, welches Spiel ist das denn, wo du die Klatsche auch auf diesem Monsterhaus? Genau, klingt so von der Idee her ähnlich. Ist das nicht mal Monster Mix, wo man ja, Monster Mix drückt, genau, ja, Monster wo man da oben genau, drückt man drauf, drückt, wo so drei Teile und dann kommt dann genau. Eins zu drei so, so, ja, weiß nicht, wie nennt man ja, das denn, hier, so Rollen und dann kommt da irgend so ein Monster raus, so drei Teile und dann musst du auf der Mitkartenmitte, Tischmitte, patsch, die so eine Art Fliegenklatsche genau. Das Ding holen, ja, genau, ja, aber so. Go-Go-UFO ist noch chaotischer, weil du halt nicht drauf gucken musst, was du sammelst, sondern versuchst einfach möglichst viel und möglichst schnell zu sammeln und das halt so schön über den Fußboden verteilt. Ja, das klingt irgendwie auch sehr witzig, ja. Das ist ein Spieler, würde ich auch sofort mitspielen. Das Kind fährt. Ich mich kenne. Ich glaube, ich würde auch drauf abfahren. Ja, sowas macht ja immer wieder mal Spaß. Ne? Natürlich. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Ne? Ja, schon eine ganze lustig. So, aber Jörg, jetzt musst du noch mit einem seriösen Spiel um die Ecke kommen. Ja, was ist denn ein seriöses Spiel für dich? Also, ich kann dir sagen, ich habe letzten Samstag mal wieder stundenlang Nova Aethas Renaissance gespielt und das war okay. Das war okay. Das klingt nee, so wie. Das war eindeutig. Nein, das ist einfach cool. Okay. Ja, das ist einfach cool, weißt du, weil das ist. Das ist einfach eine geile Kampagne, weil du da in so einem viktorianischen England, wollte ich schon sagen, was immer so ist. Nee, in dem mittelalterlichen Italien bist, ja. Wo Venezianer und der Vatikan so ein bisschen gegeneinander, aber auch gegen dich spielen und du. Und das hat auch so ein bisschen Fantasy-Aspekte, ja. Und das ist halt eigentlich so ein Dungeon Crawl, ne? Wo du kooperativ deine Charaktere auch weiterentwickelst und so weiter, die lernen neue Fähigkeiten. Aber du hast auch so 3D-Elemente, also wirklich Häuser, Bäume und sowas. Also das sieht erstmal fürs Auge, es ist hammergut und es macht auch wirklich Spaß. So. Ja, das ist ja das Wichtigste. Dass dann das optisch nochmal aufgewertet wird durch sowas, ist natürlich schön. Oder? Ja, und auf so einen Kram stehe ich halt total. Ist das Kampagne oder One-Shot? Das ist Kampagne. Na, dann kann man nicht mal so eine Runde einfach so mal reinschnuppern. Nee, das funktioniert leider nicht. Leider nicht so. Also, ja, ist schon ein gutes Ding. Ja, bei der Gelegenheit sage ich nur, wir müssen nochmal Etherfields. Etherfields und Destinies. Ja, genau. Also so viel dazu. Wir haben also noch Dinge zu tun. Das ist richtig. Ja, wir haben noch andere. Bucketlist läuft. Ich schreibe mir mal hier meine Liste den Namen von Marcel und den Namen von Jörg, damit ich die Punkte tracken kann.
Du als amtierender Champion, Jörg. Ja. Musst deinen Titel verteidigen. Das natürlich, aber das da gehe ich ganz gechillt von aus. Abwarten. Es stehen wieder 20 Spiele auf meiner Liste. Alle von Rainer Knizia, ja? Um es heute ganz einfach zu machen. Gefühlt sind es alle. Oder eben auch nicht. Naja, das ist ja das Problem, aber gut. Der hat aber auch Sachen gemacht, Junge, Junge. Also man muss ja, ich erwähne noch gern nochmal unser cooles Community-Event da, oder nee, beim Meet and Play auf der Spiel, wo wir auch Knizia nicht gespielt haben. Das kam sehr gut an. Das war ja, das kam sehr, sehr gut an. Ja, wie gesagt, wir haben hier wieder 20 Spiele auf der Liste. Und jetzt müssen wir noch entscheiden, wer das erste Spiel heute bekommt. Wer vorlegen soll. Das ist mir eigentlich egal. Ich lasse den Gast entscheiden. Ja, dann gib mal her. Vor allem den Gast hier in unserem... Ja, genau. Im Podcast ist er Gast. Das stimmt. Das stimmt. Dann hau mal das erste Spiel raus. Ja, yeah, das heißt, du möchtest anfangen? Yes. Ja, der Fairness halber, ne? Oder damit es nicht heißt, so, ich hätte Einfluss darauf, wer welche Spiele bekommt, sagt ihr mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 20? 1 und 20. Fair. Bei 20 rausgekommen spielen. Ich muss da nur jetzt nachdenken, weil ich eine Kopfzeile in meiner Tabelle habe. Oh, warte, ich schreibe mir da 1 bis 20 vor. Wir können auch einfach sagen 2 bis 21 für einen Kopf. Da komme ich noch mehr durcheinander, glaub mir. Oh mein Gott. Der arme Mann. Ich schreibe mir einfach, ich verschiebe alles eins nach rechts und schreibe mir wie beim letzten Mal die 1 bis 20 davor, damit ich das dann auch farblich gleich markieren kann. So. Ja, die spannende Frage ist 1 bis 20. 2. 2. Spiel Nummer 2 in dieser Liste ist aus dem Jahr 2002. Erschienen bei Tactica e Strategia. Oh mein Gott. Und heißt Pomorze 1939. Ja, definitiv Knizia. Da hast du aber schnell festgelegt und komplett falsch fest. Verdammt. Dieses Kriegsspiel ist von Wojciech Zalewski. Okay. Das heißt doch quasi Rainer Knizia auf Deutsch, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, schön. Immer, ich hätte die gleiche Antwort gegeben, auf jeden Fall. Nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, was da so alles vom Knizia ist, hätte ich das genau so gesagt. Das ist schön. Ich war so überzeugt. Ja, ich würde sagen, kein Punkt. Gut für mich natürlich, aber ich hätte es trotzdem so gesagt. Ich will ja nur mal... ne? Ja, ich nehme die 7. Aber du musstest erstmal besser machen. Ja, ich weiß, ich nehme die 7. Dein Spiel ist ja von 1976. Willst du dich verarschen? Nein, das steht hier so. Es ist von 1976. Oh Gott. Es ist bei Leicester Micro Models Limited erschienen. Was? Kennst du nicht? Nee. Ist überhaupt nicht schön. Hab ich noch nie gehört. Und der Titel heißt Naval Warfare 93-45. Naval Warfare 93 to what? 45. Okay, also irgend so ein Kriegsspiel wieder. So Zweite Weltkrieg halt. 39 bis 45. Ja, 39 bis 45. Also, okay, also ich habe noch nie von diesem Verlag gehört. Das heißt aber nichts, weil der gute Doktor ja in jedem Verlag irgendwie was unterbringt. Ich glaube, das ist auch so ein hehres Lebensziel, dass es keinen Verlag gibt, der noch kein Spiel von ihm rausgebracht hat. Allerdings, das weißt du, das erinnert mich an so unsere ersten Folgen von den BGG-Bestenlisten und so. Ja. Aber nee, also mal ohne Scheiß, ich glaube, also ich habe ja letztens schon gesagt, der hat bestimmt kein Cthulhu-Spiel gemacht, letztens haben wir ja doch gemacht, er hat sogar irgendwie ein Game of Thrones-Spiel gemacht, aber ich glaube, ein Zweite Weltkriegsspiel von 1976 bei einem Verlag, den es heute vielleicht noch gar nicht mehr gibt, keine Ahnung, das hat er nicht gemacht, das ist kein Knizia.
Jörg, du gehst in Führung. Das hätte ich nämlich auch gesagt. Naval Warfare 39 to 45 ist von Keith Robinson. Aha. Keith Robinson. Ich frage mich, ob er 76 überhaupt schon Spiele gemacht hat, um ehrlich zu sein. Wie alt ist das er? Ich jetzt auch nicht. Wie alt ist er, Keith? Ja. Das weiß ich nicht. Also er ist keine 20 mehr, aber ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich sagen, 76, dass er vielleicht 20 oder so wäre. Ja, dann wäre er jetzt aber schon 60 oder so, wenn er da schon 20 war. Es würde mich jetzt aber nicht, also das fände ich jetzt gar nicht so abwegig. Ja, weiß ich nicht, also passt mir nicht so gut. Wir werden das nach der Folge mal auflösen. Wie alt wir versuchen es mal aufzulösen. Ja, wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag hier. Ja. Also da muss man ja schon, ne, also klar. Okay, dann nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Ah, jetzt war was anderes. 14. Ja, Prost. Ja, Prost. 14. Na, guck mal, 14. Yes. Da sind wir jetzt auf jeden Fall schon in der Zeit, wo wir uns daran erinnern können, was wir gespielt haben. Das sagst du. Ich weiß manchmal nicht, was ich gestern gespielt habe. Und doch, gestern geht noch. Das Spiel ist von 2024. Ja. Nee, das Spiel ist von 2015. Erschienen bei Hasbro und heißt Der magische Zwergenwald. Der magische Zwergenwald. Hasbro. Ah, ich sag ja. Knizia. Das ist vollkommen richtig. Yes. Du hast ein Knizia des Abends gefunden. Der magische Zwergenwald. Der magische Zwergenwald. Aber das heißt auch nichts. Das wollte gerade sagen. Nee, ich weiß. Das heißt nicht zwingend was. Ja, aber wenn, dann klingt es schon nach ihm. Also dann muss man das schon sagen. Wie ist das letzte Spiel nochmal, das Spiel des Jahres hier? Kinderspiel, die magische Schlüssel? Ja, das ist nicht von ihm. Das ist nicht von ihm. Klingt aber auch so. Heißt der nicht Stein? Nee, Arno, Stein. Irgendwie sowas, mein Gott. Ja. Ja, okay, dann nehme ich einfach mal letzte, die 20. Die 20, da muss ich ganz halt runterscrollen. Ja, aber deswegen ist es einfach, der letzte. Die 20 ist von 2021. Mhm, das macht die Sache leider viel schlimmer. Erschienen bei Schmidt Spiele. Okay. Und heißt Schnell gelegt. Oh, Scheiße. Nein, schnell gelegt. Nicht oh, Scheiße. Untertitel vielleicht. okay, ich sag mal Folgendes. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Habe ich noch nie von gehört, ehrlicherweise. Ne? 21 ist ja nicht so lange her, ne? Schnell gelegt. 3 Jahre. Ja, eben. Ist ja jetzt nicht so lang. Also, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass jetzt irgendwie jedes Jahr noch mehr Spiele rauskommen, irgendwie, aber. Ich glaube, das Spiel kenne ich sogar. Ja, ich nicht. Aber das macht mir keinen Druck, weil du weißt trotzdem nicht, von wem es ist. Ja, das bestimmt sogar im Regal. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich meine, ich habe es schon mal. Schnell gelegt. Also ganz ehrlich, das könnte natürlich von dem sein, ganz ehrlich. Aber ich habe mich vertippt. Das ist von 2001. Ich wusste, das stimmt nicht, weil ich da getippt habe. Okay, dann ist es halt uralt. Mhm. Nur da. Gut, das hilft mir trotzdem nicht. Also es könnte theoretisch einer sein. Weil von dem Titel her könnte es sein, aber das könnte auch von jedem anderen Autor sein, der so kleine Spiele macht. Schnell gelegt, boah. Leg mich jetzt fest. du behauptest also schon, es ist ein kleines Spiel, es nur mal schnell gelegt heißt. Ja. Vielleicht ist es ja auch ein großer Karton. Ich glaube, es ist so eine typische Schmidt-Spiele-Schachtel. Ich glaube schon. Also schnell gelegt wird kein großer Karton sein. Das passt nicht so. Man würde kein Spiel schnell gelegt nennen, wo ein riesen Karton drum ist. Nee. Nee.
Es sei denn, der Aufbau ist so schnell, dass man sagt, okay, man benutzt den Aufbau des Spiels und hast den Namensgeben schnell gelegt. Ja, vielleicht ist das so ein Battlespiel, weißt du, so riesige Mechs gegeneinander kämpfen, dann so schnell gelegt. Schnell gelegt, ja, verstehe, so in die Form. Ja, gut, okay. Das wäre natürlich auch so ein typischer, du hast recht, das wäre natürlich so ein richtig typischer Schmidt-Spieletitel auch. So richtig mit Mechs sich so kaputt ballern. Also, ja, schon. Nee, pass mal auf, ich glaube persönlich, also ich habe zwar, ich vermute, es ist einer, ich sage aber trotzdem, es ist keiner. Jogi, du hättest bei deiner Vermutung bleiben sollen. Ich dachte, das ist bestimmt so eine Wolfgang-Warsch-Nummer oder so. So, weißt ja, du? Also, okay, verstehe. Ja, was auch von den Leuten sein kann. Ja, aber es ist von ihm. Vielleicht hast du eine Idee, worum es geht, wenn ich gesagt werde, Künstler, also die Künstlerin. Aha. Die Künstlerin hier ist nämlich Isolde Schmidt-Menzel. Ja, weiß ich nicht, so ein Andor-Spieler oder was? Nee, ich glaube nicht, das hat, glaube ich, nichts mit der Familie Menzel zu tun. Nee. Isolde Schmidt-Menzel ist eine andere Frau Menzel. Ja, aber Isolde Schmidt-Menzel sagt mir nichts. Das ist die ursprüngliche Zeichnerin von der Maus. Und es ist tatsächlich ein Spiel mit der Maus. Krass, cool. Okay. Ja. Ja, aber dadurch. Ich mag am liebsten den kleinen blauen Elefanten. Dass man das konnte und du nicht, Jörg. 1-1 nach zwei Runden. 1-1. Alles noch offen. Der Titel kann noch verteidigt werden, aber auch weiterziehen an. Und ich hole mir jetzt den Punkt mit der Nummer 17. Holst du den Punkt mit der Nummer 17? Na gut. Die Nummer 17 hört auf den Titel Jerusalem the Builder, ist aus dem Jahr 2011 und web published. Was? Wo findest du denn solche Titel, verdammt nochmal? Jerusalemse Bilder. Ja, es gibt Boardgame Geek und es gibt wunderbare Funktionen, ach, bei Boardgame Geek Spiele zu finden. Ist das krank, ey. Ja, web published. Okay. Jerusalem. Ich bin mir nicht sicher. Jerusalem. Ich glaube, das ist kein Knizier. Das kann ja nicht so alt sein, wenn es Webbild, also, was hast du gesagt? Nee, Web Published hast du es genannt, ne? Ja, ja. Also ist es nicht in der Schachtel erschienen. Nee, ich glaube das nicht. Das hat er nicht gemacht. Ich glaube, da hat er versucht, immer das Schachtel rauszubringen oder irgendwas physisch in der Hand zu haben, glaube ich. Nee, ich glaube, es ist kein Knizia. Das ist richtig. Das ist von Michele Mura. Ah, sehr gut. Ja, genau. Dazu stehe ich auch. Das ist mir auch nicht peinlich. Dazu stehe ich auch mit meinem Namen. Was ja, macht du musst nachlesen. Also, Moment, nee, bevor ich das wisse, Bildungsauftrag. Jerusalem the Builder, was macht man da? Da steht ungefähr gar nichts zu. Es tut mir leid. Wie? Verstehe. Klingt eher so wie so ein Aufbauspiel irgendwie. Ich hätte jetzt gesagt, also Bilder irgendwie so. Baut man Städtebau? Baut man hier ja, irgendwie sowas. Oder, weiß ich nicht. Keine Ahnung, okay. Was haben wir noch nicht? Die 9 haben wir noch nicht, ne? Und da hast du vollkommen recht. Schön. Das ist ein Spiel, was bei Ravensburger erschienen ist. Oh Gott, da kriege ich ja auch nichts von. Im Jahr 2011. Ja. Und es heißt Cars 2 Race Champions. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab's hier vor mir. Es sieht wunderschön aus. Ist das das von also, Animationsfilm? Von diesem Disney. Ist das Disney eigentlich, Cars? Pixar, oder? Ja, Pixar. Pixar, ist okay, auch Disney. Pixar, ja. Ja. Das ist ein Lizenzspiel, ne? Obwohl, nee, Moment, ich falle nicht darauf rein. Lizenzspiele macht er. Nee, warte. Das ist ein Lizenzspiel. Der macht einfach alles.
Ich muss das Blöde ist jetzt schon, das Blöde ist jetzt ja schon wieder, so Ravensburger, weißt du, das ist genau wie Schmidt-Spiele, ja. Das kann so, weißt du, das ist ja, das sind so diese Premium-Verlage für so ein Knizia-Spiel, ja. Da kann alles ein Knizia sein und nichts ein Knizia. Boah, Cars 2. Also, ich habe nicht mal eine Ahnung, was man da macht, ne? Ob das ein Memory ist oder ob das ein, oder so eine Mensch-ärgerlich-Version ist oder irgendwie so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber so, Memory bei Race. Wie hieß das? Cars 2? Irgendwas mit Race. Ja, boah. Also. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was sag ich? 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 Boah, der hat schon mal ein G10-Spiel gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich mach mal die Augen zu. Ja, es ist ein Knizia. Cars 2 Race Champions enthält 39 Karten. Karten? Ja. Also, aber. Okay. Straßenschilder, eine Start- und Finish-Teil, ein Würfel, vier Spielfiguren und fünf World Grand Prix Chips. Okay. Und das heißt ist aber, ein Knizia. Oh, geil. Oh, Gott sei Dank. diese Erleichterung. Hör mal, das ist so gemein. Cars 2. Muss man das kennen? Mal ernsthaft. Das ist ein Kinderspiel ab 3. Ich glaube, wir müssen das nicht kennen. Okay, verstehe. 2011 hatte ich auch noch kein Kind. Und ja. Mm. Spielt man da wenigstens mit dem, wie heißt denn dieses, das, der Hauptdarsteller bei Cars? Lightning. So rotes Auge. Lightning. Ja, Lightning McQueen spielt da wohl mit. Lightning McQueen and his strong competitors are up to an exciting battle. Ich kenne noch ein zweites Auto, warte, so ein Abschlepper, glaube ich, gibt es. Ja, Meta. Ja. Aber Meta heißt, glaube ich, im Deutschen Hook. Ich bin mir aber nicht sicher. Finde ich aber auch ganz cool. Hook mit Hookstimmhaken ist auch ganz cool. Aber sonst kenne ich, glaube ich, keinen. Cars habe ich nie gesehen, irgendwie. Habe ich auch nie für interessiert. Keine Ahnung. Was? Ja, ich gucke alle Pixar-Filme fast. Danach fand ich ihn beim zweiten Mal gut. Okay. Das ist interessant. Ja gut, manchmal ist das wirklich so. Ich habe auch schon mal Filme gehabt, die beim ersten Mal richtig scheiße waren. Ja, nicht richtig, mal so, oh, nicht richtig scheiße, aber beim zweiten Mal habe ich einige tiefgründige Dinge erkannt, die beim ersten Mal... Tiefgründige Dinge bei Cars. Ja, da ist verdammt viel cooler Stuff drin, der über das Autorennen hinausgeht. Ja, das hast du aber meistens bei Disney- und Pixar-Filmen, dass wenn du die genau anguckst nochmal, du merkst, oh, die wollen damit eine ganz andere Aussage machen. Na, okay. Ja gut, also ich muss sagen, diese ganzen Pixar-Filme habe ich gar nicht so intensiv geguckt irgendwie. Ja. Also ich glaube, so Findet Nemo habe ich nochmal gesehen irgendwie. So, weiß ich nicht. Ich glaube, Toy Story ist mir noch ein also gefühlt gibt es ja auch 27 Teile von. 4, bald 5. Ja, siehst du, sag ich doch, ähnlich. Und You're gonna friend in me. Keine Ahnung. Cars fand ich vom Thema her bisher immer interessant. Ja. Okay. Da muss ich ja wieder aufholen mit den Punkten, ne? Ja, es steht 2-2, alles nicht. Gut. Du kannst nur wieder vorlegen. Ja, dann nehmen wir doch einfach die goldene Mitte. Die 10. Die goldene Mitte, die 10 ist aus dem Jahr 1993, weil da ich jetzt manchmal zu blöd bin zu tippen, kontrolliere ich das lieber nochmal gegen. Aus dem Jahr 1993, ja, erschienen bei dem Verlag, die mit ihren gelben Schachteln bekannt sind oder für ihre gelben Schachteln. Nee. Nein. Queen Games? Yellow. Queen Games? Nein, Haber. diese gelbe Schachtel, die man kennt eigentlich. Yellow. Stimmt. Nein, ich glaube auch nicht, aber ich habe das Gelb einfach jetzt mit Yellow. Ja. Und dann so. Bei Queen Games, Teile der Queen Games Schachteln waren auch so mal eine Zeit lang so sehr gelblich, bevor sie nur noch... Die haben doch diesen blöden gelben Schweif da unten runter. Ja, das ist stimmt, aber Haber-Spiele-Schachteln sind schon deutlich gelb. Okay, Haber. Und den Titel muss ich noch verraten, ne? Mhm. Ja, Schnapp. Kommt da noch was oder was? Einfach nur Schnapp? Ja.
Okay. Schnapp. Schnee, Schna, Schnappi, 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 Schnapp. Schnappi. Oh, Schnapp. Einfach nur Schnapp. Gott sei Dank hast du das Ding. Oh Gott, das könnte auch alles sein wieder, ne? Schnapp. Boah, das ist auch wieder so ein Scheißverlag wie Haber. Entschuldigung, nichts für ungut, nichts für gegen Haber. Aber man kann wirklich gute Spiele, ne? Aber es ist richtig, es gibt sehr viele Verlage, Schnapp. Da kann wirklich alles passieren. Schnapp. Es gibt halt nicht diesen Haus- und Hof-Verlag für Rainer Knizia-Spiele. Tja, das klingt aber auch schon so ein bisschen Rainer Knizia. Ist ganz einfach plakativ irgendein Wort genommen, Schnapp. Doch, das ist Knizia. Nein. War nein! Nein! Lustig, ich hätte bisher immer genauso beantwortet, wie es halt auch geantwortet hat. Also genau, das hätte ich auch gesagt. Schnapp ist ein Spiel von Heinz Meister. Aha. Der Kniff. Aha. Noch nie was von gehört. Und der ist wirklich nett, dieser Kniff, ja? Pass auf, du hast eine Holzwippe dabei. Ja? Und Holzscheiben. Die sind auf einer Seite weiß, also nicht farbig, und auf der anderen Seite haben sie ein farbiges Muster. Einfarbig. Ja? Jetzt machst du Folgendes. Du legst auf die eine Seite, auf die lange Seite deiner Wippe, die Holzscheibe. Und dann haust du auf die Wippe, dass diese Scheibe in die Luft fliegt. Okay? Okay. Mhm. Das ist wie so Münzwurf hinterher. Okay, während die Scheibe in der Luft ist, musst du, falls das die Scheibe deiner Farbe ist, diese Scheibe fangen. Hast du zuerst alle deine vier Scheiben gefangen, dann hast du gewonnen. Ja. Ja, also, warte mal, aber einfach nur Schnapp. Ja, okay, dann passt wenigstens der Name zum Programm, ne? Aber ja, da muss ich aber sagen, da schnapp ich nicht zu. Du bist ja auch keine 4 mehr. Auch wenn das Spiel so 4 bis 99 ist. Siehst du, also voll mein altes Ding. Ich bin noch innerhalb der 99. Ja, aber du schnappst trotzdem nicht zu. Aber. Nee, hast du recht. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was für eine Nummer das war. Das war die Nummer 10. Wenn du eine Nummer nimmst, die schon vergangen ist, oder wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du mich gerne. Ja, ich hab da gar nicht so drauf geachtet. Also die Nummer 10 ist weg. Die Nummer 9 auch, die hast du davor genommen. Dann nehme ich jetzt die Nummer 16. Die Nummer 16, die ist noch da. Das ist ein Spiel von 2019, erschienen bei der Süddeutschen Zeitung und heißt Spitzbub. Bei der Süddeutschen Zeitung? Was ist denn das für eine Scheiße? Hör mal, willst du doch verarschen? Publisher in Süddeutsche Zeitung. Welches Spiel ist denn bei der Süddeutschen Zeitung erschienen? Spitzbub. Kreuzworträtsel XXL. Süddeutschen Zeitung. Darf ich dir sagen, Zirkus Locati, Würfelpoker, eine Memory-Variante, Tackle, Duell der Strategen, ein Mann, ein Spiel und verfünft, ist unter anderem auch bei der Süddeutschen Zeitung erschienen. Soll ich mal sagen? kenn ich nicht. Also es ist nicht irgendwie eine Eintagsfliege, dass sie nur dieses eine Spiel bisher rausgebracht hätten. Ja. Aber weißt du, ich weiß nicht, also bei einer Zeitung, was bringt man denn da für ein Spiel? Ist das so ein Wortfindenspiel oder was? Du musst bitte wissen, die Süddeutsche Zeitung ist nicht nur eine Zeitung, es ist halt ein Verlagsunternehmen. Es ist mir scheinbar jetzt auch gerade bewusst geworden. Wo kommt denn der Knizia eigentlich her? Auch das können wir gerne einmal klären. Ja, wäre interessant. Kommt er jetzt so aus dem südlichen Raum? Ist ja schon die Süddeutsche Zeitung schon ein bisschen. Obwohl, das heißt überhaupt nichts. Der geht ja auch ins Ausland mit seinen Kumpels. Deswegen auch keine Spiele irgendwie sonst wo erschienen. Aber es würde zu einer Theorie passen, dass er jeden Verlag nimmt. Danke. Das, genau den Gedanken hatte ich gerade auch. Witzig. Daran habe ich gedacht, er muss ja quasi, also es ist ja schon Gesetz der Regel, irgendwie, er muss ja bei der Süddeutschen, auch wenn die nur 5 Spiele publiziert haben, er muss ja eins unterbringen, damit er auch in jedem Verlag einmal war. Die Spiele rausbringen. Also nicht jeder Verlag, aber das würde für die Süddeutsche sprechen, oder die Süddeutsche Zeitung, Verlag Süddeutsche Zeitung. Ja, aber 1998 ist da auch, Was denn?
auch schon mal ein Knieze erschienen. Ach so. Jetzt unsicher zu mich. Das hatten wir sogar schon mal, was da erschienen ist. Circus Flocati, du erinnerst dich vielleicht? Das ist stimmt, unter anderem auch bei der Süddeutschen Zeitung erschienen. Das ist überhaupt nicht klar gewesen. Egal. Also, ja. Verdammte Scheiße. Natürlich ist dir das nicht klar gewesen. Das Ding heißt Spitzbub. Ist auch, ja, ja, sowas merke ich mir auch nicht, ey. Also, Spitzbub, ja, keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Es ist, aber es, also, lustigerweise, eben hat der Marcel hier ja argumentiert, einfaches Wort, einfach so, das klingt nach Knizia. Das Problem, das finde ich auch. Jetzt ist er da damit aber gerade auf die Fresse gefallen bei Schnapp. Es ist ein spannendes Duell, ein wirklich. Ey, du hast aber auch richtige Schmankerl rausgesucht. Wer soll denn da, also wer soll denn darauf kommen? Okay, pass auf. Ich lege mich fest. Was mache ich denn? Ich riskiere es trotzdem. Ich sage, ein Wort, eine Zeitung, ein Knizia. Das ist deine Führung. Ehrlich? Das ist ein Knizia? Ach, das gibt ich doch nicht. Aber jetzt bitte sag mir mal, worum es da geht. Was ist das? Was steht denn hier? Spitzbub ist ein Beat- und Bluffspiel mit 66 Karten. Es gibt 9-mal die Karten von 1 bis 6 und 12 Joker, die jede andere Karte kopieren kann. Jeder Spieler hat 6 Karten auf der Hand und es wird in Runden gespielt. Du suchst ein oder mehrere Karten aus mit einem Wert auf Karten, zum Beispiel 2-mal die 3. Und dann musst du sagen, dass das alle den gleichen Wert hat oder lügen. Mhm. Dann akzeptiert der Spieler links von dir dein Angebot oder nicht. Und wenn er das Angebot akzeptiert, dann kriegst du die Karten in die Hand und du musst immer höher bieten als der vorherige. Also mit der Euphorie, wie du das Spiel gerade erklärt hast, habe ich richtig Bock da drauf. Ja, ich muss das on the fly für dich aus dem Englischen übersetzen. Verstehe, vergiss es einfach. Also ich glaube, Spitzbub ist, da schnappe ich auch nicht zu. Ja, ist halt ein Auktions- und Beatspiel. Ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Aber 12 Leute besitzen es, 4 Leute haben es auf ihrer Wunschliste und 4 möchten es traden. Was bitte? Was nochmal? 12 Leute haben es. Oh, das war eine Riesenauflage. Also bei Boardgame Geek, ich weiß nicht, wie viel Amerikaner sich dafür interessiert. Das Spiel Spitzbub bei der Süddeutschen Zeitung werden nicht so viele Amerikaner haben. Richtig. Es gibt auf jeden Fall eine unoffizielle Übersetzung der Regeln ins Englische. Die ist gerade mal 5 Monate alt. Oh, da hat sich aber einer was bei gedacht. Da hat er gedacht, 12 Exemplare verkaufen ist ein bisschen wenig. Wir müssen den englischen Markt, wir müssen jetzt den englischen und amerikanischen Markt erobern. Wir brauchen internationale Käufer. Deutschen wollte ich nicht haben. Eieieiei. Oh Mann. Ja, okay. Spitzbub. Wieder so ein okay. Schmankerl. Ehrlich geil. Danke jetzt dafür. Muss ich richtig liegen, sonst baut er den Vorsprung aus. Ne? Boah, kann nicht. Ach, verdammt. Oh, no pressure. Also, hatten wir die 17 schon? Die 17 hatten wir schon, ja. Die 16 aber auch nicht, oder? Die 16 war gerade Spitzbub. Ah ja, stimmt. Dann nehmen wir die 15. Die 15 hatten wir noch nicht. Das ist richtig. Sehr gut aufgepasst. Durchgeraten, ja. Aufgepasst. auch da. Ich weiß nicht nochmal, ob das Land, was ich das Land, das Jahr, was ich angetragen habe, richtig ist. Ja, 2017 erschienen ist dein Spiel. Ja. Bei dem Verlag Double Turn Games erschienen. Double Turn Games, okay. Ja. Und das heißt Smack Talk Showdown. Smack Talk Smack Showdown. Talk Showdown, genau. Was zum Henker ist denn das schon wieder? Smack Talk. Das andere Wort ist dafür halt, Smack Talk ist die freundliche, der freundliche Ausdruck für Trash Talk. Also es ist quasi Trash Talk, okay. Ja, nur dass du ein bisschen weniger dabei fluchst.
und unter die Gürtellinie gehst. Also VR, so, die freundliche Version von Trash Talk. Also wenn ich jetzt dem Marcel sage, weiß eh nicht, du kriegst das eh nicht raus. Junge. Ach, das du, okay. Ohne zu schimpfen dabei. Smack Talk Showdown. Boah, wie hieß der komische Verlag jetzt nochmal? Was? Double was? Double Turn Games. Ist das so ein One-Man-Show-Verlag, so der einmal so ein Spiel rausgebracht hat irgendwie? Und dann nie wieder? Also den Namen hat er schon mal Games, das heißt, er will mal halt auf jeden Fall mehrere Spiele rausbringen wollen. Geil. Guter Versuch. Oh, großartig. Ja, steht Games, nicht Game. Also er wollte zumindest mehrere Spiele. Weil ich auch mehrere als das eine Spiel rausbringen möchte. Oder? Also die Argumentation finde ich saugut. Games, nicht Game. Oh Mann. Ja, ja, also zumindest der Wille da schon mal mehrere Spiele rausbringen. Warte mal, aber das merkt dann. Boah, das kann sein, das kann auch nicht sein. Ich glaube, das ist kein Knizia. Also, du glaubst oder du möchtest das einloggen? Bist du dir echt sicher? Boah, ich könnte aber auch Knizia sein. Ich bin mir auch nicht so sicher eigentlich. Oder ist das doch Knizia? Oh, obwohl, das ist ein bisschen Trash-Talk, so ein Wort-Assoziationsspiel wahrscheinlich, ein bisschen im Englischen. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte auch Knizia sein. Aber komm doch, ich dachte doch, ist ein Knizia. Ja. Und? Dann kann Yogi seinen Vorsprung wohl ausbauen. Nein, ist doch kein Knizia. Der Smack-Talk. Du hast mich gesmack-talkt. Ihr habt mich gesmack-talkt. Das Spiel ist von Dennis Leining, Danny Margolis und Matt Ringler. Okay. Ja. Ah, wie großartig. Ach, Typen haben wir alle nicht gehört. Das ist doch bestimmt so, weißt du, das ist bestimmt so ein Verlag, die nur ein Spiel haben. Ja, natürlich, weißt du, das sind so fünf Typen, die, weißt du, jeden Samstag zusammen, jeden zweiten Tag nach Kneipe hängen irgendwo. Sich da so und hatten so eine brillante Idee, ja. Das sind bestimmt so Amerikaner oder so, die dann so in so einer Kneipe rumhängen, ihr Lagerbier trinken. Und dann die ganzen, weißt du, wenn die da drei Stück drin haben, sind die voll wie ein Eimer, machen dann Smack Talk und haben gesagt, da müssen wir ein Spiel ausmachen. Ja, vielleicht. Das stimmt, das klingt echt so. Oder Engländer. Engländer kann das, glaube ich, auch, ja. Wo kommen das her? Sind das Amis oder Engländer? Ich glaube, es sind Amerikaner. Ja, dann haben die eh kein Bier. Keins, was wir, nichts, was wir als Bier bezeichnen würden. Ne? Jetzt haben die ja nicht mal mehr einen Präsidenten. Naja, das wollen wir hier nicht im Podcast diskutieren. Nee. Ja, ist heute, man muss ja sagen, wir nehmen den Podcast auf, dass gerade das Wahlergebnis mehr oder weniger raus. Ja, ich hau hier mal rot hin, aber kein Problem. Ja, ja. Finde ich, rot so eine schöne Farbe. Wir nehmen mal die. Das was? Stimmt. Wir haben doch eins noch gar nicht genommen, oder? Wir haben eins noch gar nicht genommen. Ja, komm, dann müssen wir hier mal. Eins hier ist genau meine Zahl. Und auf eins gibt es auch ein Spiel natürlich, ne? Ja, das hier steht ja auch Spiel, nicht Spiele. Von dem. Aber die hätten sich wirklich. Warte, wie hießen die? Wie hießen die eben? Double Turn Games. Ja, die Double Turn Game heißen können. Ja, vielleicht machen wir noch. Ja. Okay, obwohl du hast ja gesagt, der Wille war da. Der Wille war da. Genau. Wille war da, ja. Dieses Spiel, was du jetzt vorgesetzt bekommst, ist 2014 erschienen. Auch schon lange her. Bei Green Board Game Co. Also bei das Co. Kennt für doch Company. Green Board Game Co. Green Board Game. Das Spiel heißt 10 Up. Also 10 Up. Und ganz wichtig, hinter dem Up ist ein Ausrufezeichen. Also 10 Up? Also ich kenne 52, heb auf. Das ist die Expertenversion von 32, heb auf. Mhm. Ja, okay, 10 Up, was könnte das sein? 10 Up. 10 Up. Bei Green irgendwas Games? Nicht Green irgendwas Games? Green Board Games. Boah, von 2014. Ja, gute Frage. Gute Frage. 10 Up. Green Board Games. So, hab ich jetzt überhaupt keine Ahnung von. Das ist wieder so. Das klingt aber wieder nach so einem Kartenspiel, wo man irgendwie so
irgendwie so, wenn man 10 Punkte am Tisch hat, die aufnehmen muss oder irgend so ein Schied, oder man will irgendwie, wieso, weißt du, wie 6 nimmt, so stelle ich mir das vor, so, weißt du? Nur mit einer 10. Was denn? Ich finde, das, ich finde das überhaupt nicht. Mit einer 10. Ja, was denn? So, aber 6 nimmt, funktioniert bestimmt ähnlich. So, keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, dass es so eine Scheiße ist. Oder irgendwie sowas. Also, ich kenne den Verlag nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ja gut, das Jahr kenne ich. Den Autor kenne ich auch nicht. So. Ten up. Es gibt natürlich keine deutsche Version. Oder ist das der deutsche Name von diesem Spiel? Dann gibt es wahrscheinlich nicht auf Deutsch. Nein. Ich habe diesmal versucht, dann auch zu gucken direkt, ob es deutsche Versionen gibt und dann dementsprechend die deutsche Version. Boah, ey, das ist, habe ich keine Ahnung. Da kann ich, kann jetzt hier einen Würfel würfeln und überlegen, ob das ein Knie ist. Ich mache es jetzt einfach. So. Bei gerade ist das Knizia, bei ungerade ist es keiner. So verzweifelt. So ja, da habe ich keine Ahnung. Ist eine 6. Also ist ja ganz easy, muss ein Knizia sein, ist ja klar. Weil ich habe eine 6 gewürfelt, ist eine gerade Zahl, also ist ein Knizia. Aber ich habe, ey, ohne Scheiß, das ist wirklich so, ich habe null Ahnung. Ten up, keine Ahnung. Ich tippe, das ist so ein Kartenspiel, wo man irgendwie, wenn man so 10 Punkte am Tisch hat oder wenn man die, oder man will die 10 irgendwie nicht nehmen. Irgendwie. So ein Ding ist das bestimmt. So. Das ist meine Antwort. Also nee, meine Antwort ist ja, muss einer sein, weil ich gerade gewürfelt habe und B, man muss bestimmt nur was hochnehmen, wenn man 10 Punkte erreicht oder so. Pass auf, du, wie das Spiel funktioniert, liegst du völlig falsch. Okay, stark. Du bekommst auf deine Hand, es kommt ein bisschen drauf an, wie viele Spieler mitspielen, eine bestimmte Anzahl an Teilen, an quadratischen Teilen. Ja? Diese Teile sind nummeriert von 1 bis 10. Okay. Du darfst dir deine Teile, die du bekommen hast, angucken. Wenn du eine 1 hast, packst du die in die Mitte. Wenn du eine 2 hast, packst du die 2 da drauf. Das machen alle gleichzeitig. Okay, das klingt nach Chaos. Bis jeweils nach 10 und dann geht es nicht weiter. Mhm. Ja? Und wenn du nur noch 3 oder weniger Teile auf der Hand hast, hast du gewonnen. Okay, das klingt nach Hardchaos. Das klingt so, als ob man das nicht mit einem Bierchen trinken spielen sollte. Oh, vielleicht sollte man das. Aber was ja viel spannender ist, du hast gewürfelt. Ja, eine 6. Also ja, gerade. Was passiert, wenn du würfelst in Swamps? Ja, dann rätst du falsch. Das auch. Aber eigentlich müsstest du schlecht würfeln. Aber in diesem Fall hast du nicht nur eine hohe Zahl gewürfelt, die höchstmögliche auf deinem sechsseitigen Würfel. Ja. Sie ist auch noch gerade und du hast gesagt, gerade ist Knizia. Ja. Ja. Du hast nicht schlecht, sondern gut gewürfelt. Ehrlich? Das ist ein Knizia? Ja? Juhu! Nein! Man hört so wieder, man nicht nein! Ich kann nicht reinquatschen lassen, Marcel. Ne? Ja, das stimmt. Dann würde es nur 3 zu 4 stehen. Reinsmacken. Da möchte der reingesmackt einfach. Aber komm, dein nächstes Spiel schaffst du. Da musst du nicht lange drüber nachdenken. Bin ich von überzeugt. Hatten wir die 5 schon? Die 5? Die 5 hatten wir noch nicht. Nein. Dann nehme ich die 5. Sollst du bekommen, ist von 1990. Ja. Gott. Okay. Concentration. Kennst du jedes Spiel aus dem Jahr? Ja. Jedes. Von 1990. Erschienen bei Hans im Glück. Okay. Und es heißt Goldrausch. Warte mal. Boah, das ist gemein. Ich habe das Gefühl, das müsste ich kennen. Es gibt ganz viele Goldrausch-Spiele, glaube ich. Es gibt zumindest ja, eins, was ich kenne, was nicht dieses hier ist. Also ich weiß, dass wir hatten schon mal einen Knizia hier in dem Podcast, das ist nur Gold, das kleine von. Genau, ja, das war es nämlich. Das wollte ich gerade sagen, das ist Gold. Ja, das heißt aber nur Gold.
Aber Goldrausch, das kommt mir so bekannt vor. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Würfel kommt mir das auch bekannt vor. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist. Ja, warum? Da habe ich ja ein Bild vor Kopf von dem Cover irgendwie. Aber ja, ich habe kein Cover im Kopf, aber ich müsste das irgendwie haben, glaube ich. Gefühlt. Aber ich habe kein Cover im Kopf. Ich verstehe, ja. Was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, weil ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich muss das irgendwie kennen. Aber Goldrausch von Hans und Glück. Boah. Erst macht er Gold oder später macht er Gold und dann macht er Goldrausch nochmal. Was habe ich nochmal gerade gesagt? Gerade habe ich kein Kiezer gesagt, da bin ich mir auf die Schnauze gefallen. Nachdem du hast rein. Ja. Moment. Wenn ich das hin und her mache, Wahrscheinlichkeitsrechnung 50%. Das ist nicht. Ich würde sagen, dass deine Kniez ja 50% aller in Deutschland, erschienenen Spiele. Nein, das meine ich gar nicht. Boah, aber ich glaube, der hat Gold gemacht. Ich glaube, das ist zu naheliegend. Oder obwohl eigentlich nicht, der macht aber bestimmt auch mehrteilige Spielereien wahrscheinlich, ne? Mehrteilige Spielereien? Ja, also. Das würde bedeuten, dass Goldrausch der Vorgänger von Gold ist. Also aber mal ohne Scheiß. Nein, aber von den Begrifflichkeiten her. Hat der Typ mal eine Spielereihe gemacht? Also sowas wie so mein Menzel mit Andor oder so. Weißt du, was ich meine? Ich wüsste es nicht. Ich glaube nicht. Wir würden jetzt, wenn du vielleicht eine Spielereihe nehmen möchtest, aber was noch was zählt. Ich wüsste es nicht. Die Pick-a-Pen-Spiele, die sind alle von ihm. Okay, das ist eher so ein, aber das ist ja kein Spiel, also ein Spiel, ja gut, das ist eher so ein. Ist ja nicht, ja. Ja, ist keine Reihe in dem Sinne, ne? Ja. Spiel, ja. Ist halt, ja, Menzel hat halt Kampagnenspiel. Das ist halt auch alles mit Spielerei. Ja, das stimmt schon. Ja, wohl, du könntest aber sagen, so Wolfgang Wasch, wenn du so ganz schön clever, doppelt so clever, ne? Clever hoch 3 und so. Das sind ja auch verschiedene. Ja, genau. Also, mach was kurz und knapp, glaube ich. Gold ist Knizia, Gold rauscht nicht. Boah, ich hoffe, ich liege richtig. Dann bleibt der Punkt dir leider verwehrt. Das ist auch ein Knizia. Auch ein Knizia? Ja. Verdammt. Sollen wir mal Druck aufbauen, Marcel? Verdammt. Deine Frau hat 7 Punkte geschafft. Du bist bei 2. Ja. Wie viel kommt denn noch? Warte, ich muss noch kurz gegenrechnen. 2, 4. Da muss er jetzt schon allein hinlegen, quasi. 9 Spiele sind noch offen. Na gut, 8, weil ich bin ja noch dran, also noch 4. Genau, also 4. Das heißt, du kannst schon deine Frau nicht mehr schlagen. Nein! Oh, das gibt... Kein Spott und Häme. Spott und Häme. Nee, ärgerlich, Spott und Häme. Er muss dann morgen irgendwie so, ich kenne Rainer Knizia nicht T-Shirt tragen oder so. Ich kenne Rainer Knizia nicht. Das ist auch geil. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist diesen Mann nicht. Rainer Knizia, Regisseur, oder? Ist das geil? Das ist auch ein richtig gutes Shirt. Ich kenne Rainer Knizia nicht. Aber Doktor Rainer Knizia, schon bitte. Doktor. Das T-Shirt der Schande. Das T-Shirt, der Schatten. Boah, nee, das geht zu weit. Das geht zu weit. Aber ja, damit, ich kenne ihn nicht, sag ich jetzt. Ich kenne ihn. Da musst du draufstehen, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Eigentlich schon, um so ein richtig scringiges T-Shirt zu tragen. Und ihr fragt sich, was zum Teufel will man uns damit sagen? Ich kenne ihn nicht. Großartig. Und hinten muss man das Bild von ihm drauf sein. Ich finde eigentlich, dass das, ich kenne ihn nicht, ja, das ist doch jetzt eigentlich schon unser Merch-T-Shirt, was wir machen müssen, oder? Geil, und dann und der einfach nur Swamps auf den Arm, ja, genau. Und die rote Fliege nicht. Und darüber. Ja, und die rote Fliege drüber. Na, genau, die rote Fliege, wie geil ist das ja, denn? Die rote Fliege darüber, ich kenne ihn nicht. Und ich kenne ihn nicht, da drunter steht der Schriftzug, das ist ja so großartig, bitte.
Hör mal, das wird das ist auch wieder so ein geiles Ding. Wenn wir das rausbringen, hör mal, das ist einfach der Renner. Die rote Fliege ist auch nicht getrademarkt? Nein. Oh, wunderbar. Ja, das müssen wir in Auftrag geben. So ungefähr. Morgen im Spreadshop. Ich kenne ihn nicht. Ich bin schon jetzt ein bisschen gehuckt, muss ich sagen. Es hat sich schon alles gelohnt. Wir haben schon wieder erst Merch, den nächsten Merch-Kopf. Ah, großartig. Ja, sehr schön. Sehr schön. Einfach sehr schön. Kann ich nur alles sagen. Ja, aber so, ja, ich muss ran, ne? Die 4 haben wir noch nicht, glaube ich. Da bin ich mir sicher. Die 4 haben wir noch nicht. 2008. Ich habe irgendwie den Ton ausgemacht. Das will ich gar nicht. Ich höre dich. Ich weiß nicht, welchen Ton du ausgemacht hast. So, jetzt höre ich euch wieder. Ja, ich weiß, aber ich sage gerade so, wie der Ton runtergeht und denke so, was machst du da? Und ich denke, guck, oh, ich bin an dem Knopf dran. Ah, verstehe. Nee, egal. Ja. Dann hast du ja gar nicht mitgekriegt, dass dein Spiel auf der Nummer 4 ist. Nee, ich habe nur gesagt, ich will die Nummer 4 haben, aber welches Spiel ist das, weiß ich nicht. Nee. Aber es das weiß ich wahrscheinlich sowieso nicht. Woher? Ich habe es ja noch nicht verraten. Das Spiel ist von 2008 erschienen bei Abacus Spiele auf Deutsch. Oh, das ist scheiße. Das kann auch wieder alles sein. Oh nee, Abacus. Ach, ja, es heißt okay. Strozzi. Was? Strozzi? Was hat ein russisches Spiel oder so? Da würde das Strozzi heißen. Ja, Strozzi. So, oder so. Das kommt bestimmt aus dem Album. Strozzi. Das klingt so ein bisschen wie, wenn du dann hochziehst. So, Strozzi. Den so ausspuckst. Das ist Rotzi. Das ist Rotzi, Strotzi. Rotzi. Rotzi ist dann die deutsche Auflage. Rotzi war die deutsche Auflage. Also Strotzi könnte ja auch der deutsche Titel sein, wer weiß. Stimmt. Was bei Abacus erschien? Bei Abacus. Dann ist das bestimmt ein Kartenspiel. Strozzi. Boah, Junge, wie viele Punkte bin ich vor? Wie hart kann ich pokern? Ich habe eh eine 50% Chance, aber ist egal. Du bist 2 Punkte vor und Marcel kann auch auf 6 Punkte kommen. Du bist bei 4. Ja, dann kann ich ja einfach mal schneller denken, oder? Ja, was ich denke, also eigentlich ist ja. Strozzi. Das klingt so russisch, polnisch, irgendwas irgendwie. Also ich weiß ja, dass der Knizia wirklich sehr viel also auch viele ausländische Spieler hat so. Der macht ja nicht nur in Deutschland seinen Krempel, ne? Aber Strozzi, keine Ahnung. Ich sag's mal, nee. Doch. Boah. Italienische Renaissance. Strozzi ist da. Okay, doch gut, kann auch italienisch sein. Stimmt, das kann auch italienisch sein. Strozzi. Ich mal, ja, ja. Strozzi. Ich denke immer an den polnischen, russischen irgendwie so Ostblock-Geschichte und. Und sagen wir es mal so: Wir haben gerade über Knizia-Spiele-Serien geredet, ne? Wir haben sie gefunden. Ja. Die Knizia-Florentinischen Auktionsspiele. Das erste dieser Reihe ist Medici. 1995 erschienen. Das zweite ist Medici vs. Strozzi, 2006 erschienen. Und dann kommt Strozzi, das ist ja sehr einfallsreich. Ja. Oh mein Gott. Er hat das ja wirklich, da war er ja ein richtiges Genie in seiner Titelfindung. Das ist ja stark, das ist stark. Medici vs. Strozzi und dann noch Strozzi. Ich höre, ich möchte gerne die 11. Die hast du auch noch, die 11, ja? Ja. Die 11. Bis 43, dann bist du 1990 schon geboren. Knapp. Ja. Kein Lausbub war ich da. Knapp. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, warum Knizia spielt jetzt nicht bei dem Titel, den ich eingegeben habe. Ich hasse es, wenn ich. Angeblich soll es von 1990 sein. Mhm. Es kann sein, dass ich es nicht finde, weil ich die deutsche Version genommen habe. Also die deutsche Version ist von 1990. Mhm. Das ist richtig, ja. Der Verlag ist der Hugendubel Verlag.
Oh, oh, das ja. ist das nicht so eine Buchhandlung. Aha. Ja, es ist auch. Österreichische, oder? Sogar. Kann sein, ja. Ja, genau. Hm. Und das Spiel heißt Zehnkampf. Zehnkampf? Ach du Scheiße. Zehnkampf-Sportspiele. Zehnkampf? Zehnkampf? Nee, Hugenubel gibt es auch in Deutschland. Ich habe mich gerade schlau gemacht. Boah, das ist aber... Boah. Das ist wieder so ein Spiel, das kann wieder alles sein. Boah. Das kann wirklich alles sein. Boah. Das klingt wenigstens am deutschen Titel, Zehnkampf. Nicht Strozzi. Strozzi. Strozzi oder Rotzi, ja. Ich sag nur, ich kenne ihn nicht. Ja, Zehnkampf, ich sehe mal ein Sportspiel. Hat der Sportspieler gemacht? Hat der Sportspieler gemacht? Ja, das ist ein Buchhandlung. Die hat eine Woche verlangt. Mein Gott. Hat der Sportspieler gemacht? Großartige? Immer das, oder? Was, das ist die Frage, das schon stellen. Warum nicht? Hat er Kulturspiele gemacht? Ja. Ja, achso, hat er Kulturspiele gemacht? Nein, hat er nicht gemacht. Gute letzte Worte, ey. Eieieiei. Zehnkampf. Boah. Ich hab da so ein. Ich wüsste, was ich sagen würde, aber. Ich hader mit mir. Zehnkampf. Hugendubel, ja, doch. Deutsch, aber Österreich, das ist naheliegend. Früher ist, ganz früher ist er, glaube ich, nicht ganz so oft gereist. Also, das, oder wohl, doch, der hat auch schon japanisch und asiatisch Spiele gemacht. ja, das ist ein Knizia. Hätte ich auch gesagt, glaube ich. Ja, natürlich ist das ein Knizia. Oh, okay. Hat da irgendjemand dran gezweifelt? Ja. Schon. Irgendwie schon. Zehnkampf ist tatsächlich ein Zehnkampf. Und zwar ein Zehnkampf in Form von 10 kleinen Würfelspielen, die du hintereinander wegspielst. Aha. Basierend auf den Disziplinen des modernen Zehnkampfs. Ja. Was ist denn der moderne Zehnkampf? Mal alles bei. 100 Meter ungefähr. Achso, ist ja okay. Hochsprung auf jeden Fall, 400 Meter, ja, ich weiß nicht mehr, was dabei ist so. Ja. Und wenn du das Spiel nicht bei Hugendubel, beim Hugendubel Verlag kaufen möchtest, kannst du dir die Regeln kostenlos auf der Seite von Rainer Knizia herunterladen. Oha! Sensationell. Ich denke, der will immer eine Schachtel haben. Ja. Eigentlich gibt es hier nur Regeln und ein Blatt, einen Wertungsblock und dann kannst du losspielen, weil sechsseitige Würfel hat fast jeder zu Hause. Das war. Ja. So ein paar. Zehnkampf. Zehnkampf. Boah. Okay, stark. Aber du konntest verkürzen, Marcel. Deine Siegchancen sind noch erhalten. Okay. Wie viel muss ich noch? 3 oder was? 3 für den Sieg. Boah, da viel. Was ist denn überhaupt noch offen? Die, weiß ich nicht, 18? Ja, viermal kommst du noch dran und 3 davon musste. Oha. Ja, im besten Falle, ne? Also wenn ja, der Marcel voll mitzieht. Das wird er. Ich befürchte. Ja, glaub an mich. Ja! Stärkung, mentale Stärkung. Kein Smacktalk mehr. Ja, kein Smacktalk mehr. Beim letzten Mal schon den hart geführt und super knapp in der Hand und gehabt. Ja. Und dann am Ende war es doch ein 8-7. Ja, eben. Und das auch nur im Grunde, weil ich werde es nie vergessen. Nee, ich habe dich reingetalkt. Das ja, war besonders genau, schön. Da wurde ich ein Smacktalk von dir hin zum Ergebnis reingesmacktalkt. Naja. Das war schon ziemlich stark. Nicht wieder. Ja, dein Spiel ist aus dem Jahr 2000. Gibt es ja eigentlich nichts Aktuelles? Okay. Ey, komm, das ist jetzt auch nicht so alt, ne? 24 Jahre.
Sag das mal Leonardo DiCaprio. Ist kein Vierteljahrhundert. Ja. Jetzt wird es schwierig, ich muss dir den Verlag sagen. Ja. Es ist erschienen bei VGZ Sorgversicherer. Gesundheit. Sorgversicherer. So. Warte mal, kann Google Zeugs nicht aussprechen? Ist das jetzt wichtig? Ja, das ist wichtig zu wissen, wie man das ausspricht. Und es heißt Fast-Handed Wins. Fast-Handed Wins? Also schnelle Wins. Hände gewinnen, oder was? Nee, wie der Name, Wins. Also mit V-I oder was? Also wie Wins Ward oder so, oder was? Ja, genau. Oh Gott. Also der schnellhändrige Wins oder was? Das klingt wie so ein Porno. Ist das ein Erwachsenenspiel? Geil. Wo findet man sowas? Fast-handed Wins? Gibt's doch nicht. Also, ja, das ist bestimmt ein Porno. Nee. Erotikspiel für Paare. Was ihr immer denkt. Ja, aber das ist doch, also, was ist denn Fast-handed Wins, bitteschön? Ein Spiel. Vorhin geil, wieso hat das eigentlich einen englischen Titel und ist bei irgendeinem polnischen Nischenverlag erschienen? Niederländisch. Das ist ein niederländischer Verlag? Von der Schreibweise würde ich sagen, niederländisch, ja. Sorgversicherer, ja. Okay. Das klang jetzt irgendwie für mich nicht so. Nein, niederländischer Verlag. Okay, aber jetzt nur mal kurz überlegen. Jetzt wird es natürlich schwierig. Fast. Das macht auch so. Aber niederländisch. Polnisch oder niederländisch? Ja, weil niederländisch halte ich für wahrscheinlicher. Der hat ja schon bei einigen niederländischen Verlagen was publiziert. Ja. Aber fast, das Problem ist, unter dem Titel, da habe ich ja nicht mal, also ich habe ja immer versucht, mir zu überlegen, worum es da gehen könnte, ne? Bei dem Fast-Handed Wins habe ich ein echtes Problem, diesen Podcast hier jugendfrei zu halten, wenn ich da kurz mal nachdenke, worum es in diesem Spiel gehen kann. Sag ich doch, das klingt echt merkwürdig. Ja, absolut, ich bin völlig bei dir, das ist kein Spiel, was man erwähnen sollte an der Stelle. Also mal abgesehen davon, wo es im Spiel geht, kann ich nicht sagen. Allerdings sage ich jetzt mal, das ist ein niederländischer Verlag und das ist was Ausländisches, aber da der ausländische Titel macht, wie wir festgestellt haben, sage ich mal, ja, das ist ein Knizia, weil der in niederländischen Verlagen schon mal publiziert hat. Nein, es ist von Danny van de Ven. Ach so, Danny van de Ven ist also der Fast-Handed Wins. Ja, und es ist ein Kartenspiel mit 60 Karten in 5 Farben. Mhm. Ja, und das ist wie ein Magic Deck. Die Karten zeigen Nummern von 1 bis 12. Dementsprechend eine Farbe und zusätzlich ein geometrisches Symbol, Dreieck, Quadrat, Raute oder Kreis. Und du versuchst deine Karten loszuwerden und du kannst Karten spielen, wenn sie auf die Farbe passen, auf die Zahl passen oder auf das geometrische Symbol. Ja. Sie sollten einfach über den Titel nachdenken. Kannst du Ihnen sagen? Kann ich Ihnen sagen, ja. Ich kenne den Danny sehr gut. Ich rufe den mal. Ja, Marcel, lass den guten Danny mal, so läuft das nicht. Der Jogi hat gesagt, euer Titel hat für den Explicit-Tag gesorgt. Ja, schon ein bisschen. Ja, aber was soll ich dir sagen, Marcel? Du kannst jetzt ausgleichen. Ich kann jetzt ausgleichen. Boah. Ja, wenn du mir nur so Kacke da hinlegst, so blöde Titel, wie soll man denn so arbeiten? Du selber aus. Das ist das Problem. Fast-Handed Wins, ich bitte dich, ey. Ja. Du hättest die 6, die 8. Warte, die 11 muss ich wegmachen. Und dann nehme ich noch die 8, das ist eine meiner Lieblingszahlen.
Warte, die 8, die muss ich noch auf Rot machen. Den 10-Kampf, nicht die 8. Die, ach so. Die 11 muss ich noch auf Rot machen. Okay. Den 10-Kampf, das ist ja falsch. So, jetzt müssen wir noch 6 Spiele da sein, oder? 1, 2, 3. Wieso kommt hier noch? Das ist ja eins der schlechtesten Quizze, die wir hingelegt haben hier. Doch, 5 ist richtig. Ja, ja, alles gut. Oder auch nicht. Ich bin da ein bisschen. Das ist die 8. Die 8 ist von 2023. Ja, oh, ganz aktuell. Toll. Von Onbar Games. Oh, was? Onbar Games, noch nie von gehört. Nein, noch, nein, nicht wirklich. Das klingt eher, wie so eine Müsli-Riegel-Marke. Ich dachte eigentlich, ich habe so mit Spielexperten zu tun. Oh Gott. Onbar Games. Das Spiel heißt Hexagon. Als ein Wort, also wie Hexagon, nur mit Heck vorne geschrieben. Okay, jetzt ist das hier, oh, ist das ein, oh. Hexagon. Oh, ja. Der hat dann die ganzen Heck-Dings von Spiele gemacht, aber ist das auch, ist das so eine Finte von dir? Oder könnte was? Yogi ist ganz ruhig gerade auf einmal. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt. So. Hexagon. Ich habe gerade überlegt, ob ich das kennen muss. Ich bin gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht. Also schon, weil das relativ. Wenn das von 23 ist, ist das so relativ neu. Ja. Gerade, weißt du, euch kann man es nicht recht machen. Das ist zu alt. Das ist zu neu. Wo muss man das kennen? Das. Ja, das ist halt, ja. Wie wird das in Heck geschrieben? Ist das wie Hex? Hexagon? Ja, wie, ja, also. Nein, ich frage nur, ist das wie K, Heck, wie H-E-C-K? Heck? Okay. Nein, das ist gut. Nein, gut. Hexagon. Nein, gut. K, Heck, Mac am Karteneck. Heck, Mac am Karteneck. Ja, Heck, Mac am Bratum, ja, gewusst. Ja. Hexagon. Ja, aber ich glaube, mal ganz ehrlich, der bleibt sich dem treu. Der hat dann schon einige Hex gemacht. Und der hat auch Hexagon gemacht. Das ist leider falsch. Verdammt! Yes! Hexagon. Nein! Schreibt man mit E. Hecken schreibt man mit A. Ach, wie Heck? Also, ach so. So ist ich habe doch extra gefragt, ob das wie Hecke ist, wie Heck. Ach so. Ach so, okay. Ah, okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Okay, ich meinte, wäre das eigentlich so, okay. Ach so, nicht das Hacken. Okay, okay. Es ist von Kaldir. Es ist von Kaldir Hotchauk. Okay. Wer ist das denn? Verdammt. Scheinbar würde ich sagen, ein türkischer Mensch. Denn es ist auf Englisch und auf Türkisch erschienen. Dann liegt das sehr nah. Auf jeden Fall kein Künstlername von Rainer Knizia, würde ich sagen. Hexagon ist ein Cybersecurity-Game für 2 bis 4 Spieler. Du hast... toll. Du versuchst irgendwie dein Security-System zu stärken und das des anderen zu schwächen. Dice Rolling, schwer zu sagen von der Erklärung, worum es wirklich geht. Das sieht aus wie so eine kopierte Kickstarter-Pitch-Nummer. Also Schrott oder was? Nein, aber die Inhaltsangabe ist wenig über das Spielprinzip. Also was der Mechanismus ist. Die Inhaltsangabe sagt, dass das rote und das blaue Team gegeneinander versucht, sein eigenes Sicherheitssystem aufzubauen, das Gegner zu schwächen. Aber es erklärt nicht, mit welchen Mechanismen und wie das Spiel funktioniert. Nee, da ist nur der Fluff erklärt. Okay, verstehe. Ja, gut. Hm. Na, der Fluff-Judge ist zufrieden, der Rest nicht. Okay, verstehe. Ja. Aber gut, ich bleibe in Führung, habe ich es richtig verstanden. Dann muss ich ja jetzt muss ich ja nur treffen, dann sieht es ja schon echt hammergut für mich aus. Du kannst auf 7, du kannst noch auf 6 kommen. Ja, so schlecht war ich gefühlt noch nie. Ja. Marcel kann nur noch auf 5 kommen. Also, muss ja erstmal hinkommen heute. Das scheint ja heute nicht mein Knizia-Tag. Heute ist nicht dein Knizia-Tag.
Initial kenne ich nicht. Auch erst zum zweiten Mal die lange Edition, glaube ich, oder? Die lange Edition? Ja, in der Generalprobe, die abgeschmiert ist, haben wir eine lange Edition gespielt und dann haben wir ja in der ersten Folge nur mit 10 Titeln gespielt. Da hat Jörg nur 2 richtig gehabt von den 10. Also, ja, in der Generalprobe hatte ich mehr richtig. In der Generalprobe, eigentlich hatte ich in der ersten Aufzeichnung habe ich auch gewonnen. Ja, ich hatte gewonnen. Hatte so lange das Ding nicht aufgenommen, bis ich verloren habe. Aber deinen Rekord von 8 wirst du heute nicht schaffen. Nee, das ist klar. Also, du hast noch die 3, die 6, die 12, die 13 und die 19. Dann nehme ich die 13, die Unglückszahl. Die 13 ist von 2016 bei Magellan erschienen. Magellan, okay. Und heißt Night Marium. Was? Ja, Night Marium. Also wie Aquarium, nur Night Marium. Habe ich noch nie gehört. Das wäre das schön, wenn mal irgendeiner hier mal ein Spiel kennen würde. Mhm. Nur eins. Ich hoffe ja immer darauf. Ich hoffe immer darauf. Ja, weißt du, wenn ich darüber denke, was wir da so im Community-Ding gibt, da waren auch mal Spiele bei, die kannte man vielleicht mal. So, aber das hatten wir beim ersten übrigens auch mal, dass da kann man irgendwie so Fresco oder so. Und ich dachte, yeah, es ist nicht oder so. Ne? Aber hier so kommen nur so Haumig- und Flaumig-Spiele. So, weißt du, da gibt kein Mensch. Weißt du, bei irgendeinem. Weißt du, bei irgendeinem Nischenverlag, der Nische im Hinterhof noch, dann ist noch der Untermieter des Untermieters, der das für dich gemacht hat. Die brauchen mehr Liebe, diese Spiele. Aber selbst die Spiele von Ravensburger und Schmidt kannte die heute nicht. Hast recht. Und Abakus ist jetzt auch nicht die Nische in der Nische. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Red dich nicht raus. Naja, ist okay. Und wir sprechen jetzt über, was für ein Ding, sagen wir nochmal, wie das heißt. Nightmarium. Nee, ist klar. Nightmarium. Ja, muss ja um irgendwas in der Nacht gehen, so, ne? Wow. Ja, Nightmarium. Das Dumme ist, dass ich überhaupt nicht mal eine Ahnung habe, wo es in diesem Spiel drum gehen könnte. Ich schon. Weil, ja, das weiß ich. Du bist ja besser als ich. Naja. Ich habe den Vorteil, dass ich gucken kann, worum es geht. Nightmarium. Habe ich noch nie gehört. Das ist bestimmt wie so ein. Ist das, ja, also. Vielleicht geht es um Träume oder so? Imaginarium, Nightmarium, so. Da geht es bestimmt um so lebendig gewordene Träume, die man so wieder einfangen muss oder so. So, jetzt, ich tippe jetzt, rate jetzt mal irgendwas, so vom Titel her, keine Ahnung. Keine Ahnung, was es ist. Oder mehr so Richtung Nightmare. Ja, genau, so, also der Albtraum, weißt du träumst einen Albtraum und der verselbstständigt sich dann und dann rennt er durch die Gegend und muss ihn wieder einfangen. Das ist bestimmt das. Freddy Krüger. Okay, ja, verstehe. Genau, so ein bisschen so. Ja, genau, so ein bisschen so. So, bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Nee, was für ein Verlag war das nochmal? Magellan. Das habe ich auch schon mal gehört. Der kommt mir gar nicht so unbekannt vor. Nightmarium. Ja. Also gefühlt, wenn man bei den Spielen, die du einem hier nennst, ja immer Ja sagen, ist ein Kiez, ja. Das ist das Problem. ja, genau. Vielleicht, weil man das mal sagen will, sage ich jetzt einfach mal nee. Sag ich jetzt nee. Sag ich jetzt nee. Ja, komm, nee, also keine Ahnung, ich hatte noch nie von gehört, ist ja eh eine 50-50 Chance, also ganz ehrlicherweise. Ich sag mal, Nightmarium ist kein reiner Knizia-Spiel. Nightmarium ist ein Spiel, kartenbasiert. Okay. Du versuchst Albträume. Guck mal. Zu bauen. Guck mal. Bauen. So, mit deinen Karten. Oh, ich hatte gerade schon ein bisschen. Ich habe gerade so ein Mini-Brett-Experiment hingelegt und ich dachte, geil. Also je besser du deine Karten kombinierst und in die richtige Reihenfolge bringst, ja, umso mehr gelingt es dir, die Monster aus den Träumen zum Leben zu bringen. Und umso erschreckender werden halt diese. Okay, du was musst wiederum, das machen. Was wiederum deine Gegner dazu bringt, vor Schreck zu erstarren, sozusagen. Ja. Und dir sozusagen dann Siegpunkte ein.
Okay, ich bin mir sicher, jetzt bin ich mir sicher, dass es, also wahrscheinlich ist es jetzt doch Knizia, ja, weil das klingt irgendwie sehr danach, aber egal. Jörg, sei froh, dass dir die Zweifel erst nach der Regel oder nach der kurzen Übersicht kommen. Das Spiel ist von Konstantin Selesnev und somit nicht von Reinhard. Yes! Also ich kenne ihn nicht, aber yes! Aber ich freue mich ja schon, dass wenigstens Albträume richtig waren. Allerdings habe ich gedacht, man muss hier einen halten. Ja, jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben noch 4 Spiele offen. Punktet Marcel 2-mal und Jörg nicht mehr, haben wir unentschieden. Also der Druck ist ganz gering, Marcel. Okay. Was haben wir noch für Zahlen offen? Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Ja. Das kann ich jetzt zurücklehnen hier. Und mal gucken, was in dein, passiert. Genau, ich kann mich jetzt so gechillt zurücklehnen. Oh, das tut das gut. Übelst machen, um jetzt schon zu wissen, du hast gewonnen. Jetzt schon. So, welche Ziffern sind denn auch übrig? Die 3, die 6, mhm, die 12 und die Nummer 19. Und nämlich die 12. Die 12. Die 12 ist schon, ja. Ist ein Spiel von 2019. Okay. Also noch gar nicht so alt. Erschienen bei Argyx Games. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Und heißt Pocket Investigations Clooney. Was? Pocket Investigation Clooney? Warte mal. Also Pocket Investigation ist quasi der übergreifende Serientitel in dem Fall. Und der Fall heißt Clooney. Ach so. Dann weiß ich's. Ha! Das hätte ich beantworten können. Ernsthaft? Da bin ich mir 100% sicher. Ja. Also jetzt habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber... Wenn du das weißt, warte mal, wenn du das weißt, dann glaube ich nicht, dass das ein Knizia ist. Ich würde es doch herleiten. Pocket Investigation Clooney. Boah, Pocket Investigation Clooney. Das klingt wie so ein Krimispiel. In Taschenformat. Pocket Investigation. Boah. Ja. Pocket Investigation. Das Schlimme ist, wenn du sagst, du weißt es, hast du da gar keinen Druck mehr drauf, ne? Ich bin mir todsicher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist ja todsicher, das auch noch. Hm? Jörg perfektioniert die Mindgames. Ach so. Ja, ja. Richtig. Hm. No pressure, Marcel. No pressure. Es ist wie wenn Raab da immer gesessen hat. Ich weiß das. Ich weiß das, auch wenn er keine Ahnung hat. Hauptsache auf den Gegneraufbau. Ja, sie. Die 500.000 Jahre nicht rausgeben. Boah, ich glaube, das ist so, das klingt wie so eine richtige Serie. Pocket Investigations. Und Clooney, du hast ja gerade selber gesagt, dass es eine Serie ist. Und wir haben ja darüber gerade gesprochen, dass das Serien, hat der überhaupt Serien schon gemacht? Das haben wir ja gesagt, nein, nein, nein. Und weiß nicht. Also ist es. Also nicht so richtig Serien. Okay. Wir haben ein Beispiel genommen. Ach stimmt, mit Strotzi. Stimmt, wir haben mit Strotzi überlegt. Keine halbe Stunde her. Stimmt. Aber es ist so, ja, ich weiß nicht. Aber es sind so Krimi-Dinger und ich bin mir nicht sicher. Nein, ich sag nein. Bitte, so, bitte, 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 bitte. Bevor du antwortest. Ja. Also ja. Ganz ehrlich, genau die gleiche Herleitung habe ich auch. Und zwar, ich kann es aber noch besser herleiten. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass es keiner ist, weil es nämlich tatsächlich eine Reihe ist, wie du selber sagtest. Ja. Und bevor wir über Strotzi gesprochen haben, du noch sagtest, ich habe nämlich keine Ahnung, ich glaube, es gibt keine Reihen. Und wenn du dir diese Spiele rausgesucht hast, dann kannst du nie im Leben, da kann es ein Knizia sein. Okay. Weil sonst hättest du zu diesem Zeitpunkt nämlich schon gewusst, dass es sich um eine Reihe handelt. Okay. Und dann hättest du nämlich eben... Das war meine Herleitung auch, ja, genau im Kopf jetzt gerade, ja. Aber leider nicht ganz richtig, weil tatsächlich, als wenn ich diese Spiele raussuche, ja,
Dann gebe ich einfach nur Boardgame Geek und dann slash Boardgame slash random ein. Dann schmeißt ihr dir ein zufälliges Spiel aus. Ja? Dann poppt nur diese obere Hälfte quasi auf. Dieser schwarze, weißt du, wo das Cover zu sehen ist? Da siehst du noch nicht, ob das eine Reihe ist. Da steht aber die echte Designer. Mehr, deswegen, mit der Reihe, das habe ich tatsächlich eigentlich eine gute Idee, aber das habe ich auch gerade erst dann beim genauen Draufschauen. Okay, dann hättest du uns jetzt reingetalkt. Okay, stark, aber das wäre auch, also ohne Shit, aber dadurch war ich mir eben gerade todsicher, dass das keine, dass es wirklich einfach kein Knizia sein kann. Mhm. Aber deswegen wusste ich ja auch nicht, dass er Medici da, dass es Teil einer Reihe ist. Das war dann auch mit Strotz. Ja, klar. Ich lerne ja auch noch ganz viel. Nein, aber du hast natürlich recht, Marcel. Du musst doch nur selbst punkten und dann hast du das Ding noch sicher. Ja, aber trotzdem, es wäre doch viel schöner gewesen, wenn ich gar nicht schuld gewesen wäre. Aber wir wollen natürlich wissen, wenn nicht Rainer Knizia, wer dann für diesen Teil der Investigations-Reihe verantwortlich ist. Und es ist Matthias. Aber sind das kleine Krimispiele? Es sind kleine Krimispiele, ja. Also, okay. Ich glaube, auch in dieser Deckscape-Größe müssten die sein. Oh, okay. Nie gehört von. Und es ist von Matthias Daval und Johanna Perrenot. Und ich meine, dass sogar welche auch in Deutsch erschienen sind. Ich wollte gerade sagen, das klingt gar nicht so deutsch, ne? Also so ein Ding willst du ja eigentlich, wenn dann auch auf Deutsch haben, ne? Also ich dachte eigentlich, dass da auch mal welche von auf Deutsch erschienen sind. So, mir kam das irgendwie in den Sinn. Gerade. Aber die heißen ja irgendwie alle so ähnlich, ne? Da kann man sich ja einfach... Man könnte das ja trotzdem meinen, ne? Einfach vielleicht weil kommt es ja mal. Also im deutschen Raum haben die auf jeden Fall Abnehmer für. Von wann hast du gesagt, ist das? Das war jetzt von 2019, dieser Teil. Meinst du, ein 5 Jahre altes Spiel wird dann doch nochmal auf Deutsch kommen? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Wenn dann wäre das schon da gewesen. Ja, ich glaube auch. Ja. Eigentlich schon. Ja, aber ein Punkt für Marcel. Ja, du hast noch die 3, die 6 und die 19, Jörg. Nämlich die 19. Du nimmst die 19, ja, das ist von 2002. Und ich muss schmunzeln, Jörg, dass du das Spiel erwischt. Warum? Es ist bei Ravensburger erschienen. Einfach. Und schon wieder so ein Ravensburger-Titel. Einfach nur den Fakten geschuldet. Es ist 2002 bei Ravensburger erschienen. Und es heißt der Schuh des Manitou, das Brettspiel. Und das ist nicht dein Ernst. Du schon verstehst, wieder ein, ist ja, schon wieder ein. Erst Kasper Ravensburger als Filmadaption, dann. Das muss man auch erstmal schaffen. Wieder genau so ein Lizenzspiel. Der Schuh des Manitou. Da gibt es ein Brettspiel? Das wollte ich gerade sagen. Das wusste ich nicht mal, dass es gibt. Ist das nicht der geile Film mit der Ponderosa-Ranch und so? Die Puderosa, bitte. Die Ponderosa. Puderosa-Ranch, ja, genau. Ist ja die Original. Boah, ich muss ja sagen, Michael Bulli Herbig war nicht so mein Humor, ne, muss ich sagen. Irgendwie. Echt nicht? Oh, ich fand das großartig zu der Zeit. Ja, also am Anfang war das ganz lustig, aber der hat das so, weißt du, kennst das, wenn das so zu viel von wird. So, und das, ah, ja, okay. Das war ja immer alles im gleichen Stil. So, und dann, am Anfang war das auch voll witzig und irgendwann war das so fast schon, da gab es ja die ganze, da gab es so eine Fernsehshow sogar zu, glaube ich. Die Bulli-Parade gab es. Ja, da war das, genau. Da war halt das immer ein Teil von die Winnetou. Ja, genau. Wo dann der Film daraus entstanden ist. Ja. Ja. Gab es in irgendeinem Teil mal eine rote Fliege, dann wüsste ich es jetzt. Aber zumindest, wir schnappen uns alle noch ein Eis und dann reiten wir los, ist dir ein Begriff. Ja. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, ist halt auch, Ich bin aber gar nicht so unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ich muss jetzt nur kurz. Er hatte vielleicht sogar eine Gastrolle in dem Film. Dr. Rainer Knizia. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn er Dr. Rainer Knizia im IMDb auftaucht, ne? Ja, genau, ist geil so. Ja, genau, in den Credits, der Film so, Statist so, 267, Rainer Knizia, ja. Boah, also der macht ja wirklich Lizenztitel, ne? Also das davon, ich habe mich ja schon davon verabschiedet, dass er die nicht macht, ja? Also er macht sie ja einfach nachweislich.
So. Boah, hat er auch der Schuh des Manitou. Wie ist das? Der Schuh des Manitou und dann. Das hatte noch einen Untertitel. Ja, oder? Das Brettspiel. Ach so, okay. Ja, Entschuldigung. Ja, so richtig. Ja, stark. Kreativ. Ja, Untertitel. Damit die Leute, die das Spiel kaufen, auch wirklich wissen, dass sie jetzt nicht den Film kaufen. Ja, wenn sie das nicht. Ich kann das gar nicht in meinen DVD-Player schieben. Ja, wenn sie das in so einer CD-Hülle verkauft haben, ja, okay, aber. Boah, ich weiß nicht, also ich habe ja schon wirklich viel niedere Spiele jetzt hier schon so kennengelernt vom Doktor. Aber der Schuh ist Manitou. Also, niedere Spiele, willst du damit sagen, dass nicht alles. Nicht alles so richtig geil ist, genau, das will ich damit sagen. Und damit habe ich auch recht, da stehe ich zu. Also die Frage ist, hat er sich darauf hinabgelassen, einen Michael Bulli-Herbig-Film in ein Brettspiel zu packen? Die Frage ist eher, hatte er Einfluss darauf, was für ein Thema auf seine Spielidee gepackt wurde? Stimmt, er hat natürlich auch irgendein Spiel eingereicht, aber dann hat so ein findiger Autor bei Ravensburger. Das sieht aber aus wie der Schuh des Manitou. Du weißt ja, wie es geht. Ganz oft wird auch Wissen verkaufen Autoren noch nur ihre Idee. Wie war das noch hier mit dem, was war das? Living Forest in dem Wikinger-Spiel. Ja, ja. Ja. Ne? Ja, ich hörte davon. Boah, ich muss mich entscheiden, ne? Okay, also, boah, der Schuh, eigentlich will ich. Nee, komm bitte. Also ich habe ein bisschen Glaube an den Mann, ja? Ich hoffe jetzt einfach für ihn und seine Reputation, dass er nicht der Schuh des Manitou das Brettspiel gemacht hat. Also wenn er es gemacht hat, dann verliere ich den Punkt wirklich gerne. Aber ich hoffe jetzt einfach an das Gute im Menschen und sage nein. Und du musst mir, wenn es nicht war, bin ich mal gespannt, wer das war. Hoffentlich war das kein bekannter Autor. Um Himmels Willen. Also ich sage mal nein, ich hoffe nicht. Nein, ich hoffe nicht, okay. Ich befürchte, ich muss dir den Punkt geben. Ja, das ist doch gut, das wollte man doch einfach nicht. Weil ich kann dir nicht nachweisen, dass Rainer Knizia Teil des Autorenkonsortiums Vitamin B ist. Was ist denn das? Ja, vitamin-b.de, um ganz offiziell zu sein. Nennt sich der genannte Autor. Und die haben genau drei Spiele rausgebracht. Gib das doch mal ein bei dir im Browser, vitaminb.de. Jetzt will ich es wissen. Ich befürchte, dass es nicht mehr gibt. Ach ja, nach dem Spiel hätte ich mich auch versteckt. Ich gucke mal, was passiert. Also B, sogar dein BE geschrieben, ne? Nicht nur Mi. Oh, es kommt eine Cookie-Warnung. Und was passiert? Okay, Vitamin B ist eine Werbeagentur. Vitamin B, Werbung und Design. Okay, verstehe. Nee, also hat er sich selber da. Vitamin B, die Agentur für Foodmarken. Hä? Also, da wird, ja, da, was? Keine Ahnung, ob das dann diese, die wirklich das Spiel jeweils rausgebracht haben, aber das. Kommt hier jetzt unter vitamin-b.de raus. Deine Leistung. Referenzen, mal gucken. Hey, keine Ahnung, aber ich befürchte, dass sie sich damit nicht mehr. Also sie werben damit, dass sie für Ravensburger gearbeitet haben. Offensichtlich. Aber die Referenzseite sagt da nur coming soon. Ich glaube, sie lassen es einfach mit. Wir haben für Ravensburger gearbeitet mit dem Mantel des Schweigens. Sie haben über das, was da publiziert wurde. Sie haben drei Spiele gelistet als Designer. Das jüngste ist, das ist auch gleichzeitig ihr bestes Spiel vom Rating. Oh, okay, das heißt, das habe ich gar nicht gefragt. Was für ein Rating hat das denn? So, es heißt Star Wars I Found It. Scheint wahrscheinlich ein Suchspiel zu sein. Star Wars, I Found It? Ja, noch nie was gehört. Mit Lizenz? Ja, hat 4,6 Rating. Okay, das ist ja schon ziemlich abgeschmackt. Und das ist deren bestes Spiel. Wow. Das ist das beste Spiel. Das heißt, der Schuh tut unter 4,6. Im BGG-Rating. Dann haben sie 2015 ein Spiel rausgebracht. Das ist das
zweite Spiel, was sie rausgebracht hatten. Star Wars war das aktuellste sozusagen. Das ist Disney, die Eiskönigin, mein magisches Wettlaufspiel. Schon wieder Lizenztitel. Rating 2,5. Ach du Scheiße. Moment mal, hast du gerade gesagt? Also, ach du Scheiße. Hör mal, ich muss jetzt mal fragen. Die haben Star Wars. Ja, also Disney, da, zu dem Zeitpunkt war Disney, Star Wars noch nicht Disney. Nee, noch. Die haben sich bei Star Wars eingekauft. Die haben sich bei Disney eingekauft. Oder ganz knapp schon. Und schaffen es, unfassbaren Schrott auf den Markt zu bringen. Und 2002, wie gesagt, der Schuh des Manitou, das Brettspiel bei Ravensburger. Ja. Und es bringt es auf ein unfassbares Rating. Allerdings haben es nur 3 Leute bewertet von 2,3. Ach, boah, unterirdisch. Das ist ja mehr als unterirdisch. Also das ist ja schon, also, was für ein Weight hat das? Was für ein Weight? Ein Weight von gibt es nicht, weil zu wenig Leute abgestimmt haben. Okay. Man erfährt auch nicht wirklich was über das Spiel. Es gibt so ein bisschen Flufftext. Und dann ist der einzige Satz zum Spiel: With this communication and party game, each round will get in mood. Okay, verstehe. Vielleicht hätten diese Jungs von Vitamin B mal Vitamin B nutzen sollen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn eine Werbebranche Brettspiele macht, ist das einfach nur ein Werbeding. Und das kann da nicht gut sein. Das ist einfach nur wahrscheinlich viel, viel Originalbilder drauf, wahrscheinlich einfach nur drauf gedruckt und das war's. Ja. Gehe ich von aus. Naja, es ist halt, was mich halt wirklich erschreckt, ist, dass er durch eine Redaktion bei Ravensburger ist, ne? Ach so, ja, okay, ja, stimmt. Aber da also guckt es denn keiner ja von denen mal vorher an? Ja, das ist das, was mich da halt auch erschreckt. Wenn das jetzt auch published wäre von ihnen selber, dann würde ich sagen, okay, da kann ein Redakteur, der sich mit Spielen auskennt, drüber geguckt. Aber bei Ravensburger muss ja irgendjemand eine gewisse Qualität im Spiel gesehen haben. Ja, oder einer hat die schnelle D-Mark ja, gesehen. Ja. Indem man hier gesagt hat, ja komm, Michael Bulli Herbig ist gerade voll in. Wenn wir jetzt das Brettspiel zu der Schule des Manitou bringen, dann das verkauft sich wie warmes Semmeln bei Müller. So. Weil die haben sich bei Ravensburger eingekauft quasi, weil die als Werbeträger keinen physischen Artikel meistens produzieren selber. Ja. Und haben gesagt, wir brauchen jemanden, der das macht. Hier habt ihr das und das Geld, bringt das Spiel bitte raus. Ja, vielleicht. Das könnte natürlich auch sein. Na gut, wir müssen natürlich jetzt auch mal so ein bisschen zur Verteidigung vom Spiel sagen, 3 Ratings sind nicht aussagekräftig. Das stimmt. Und wir reden über Ratings auf Boardgame Geek, wo selbst wenn es ein gutes Partyspiel ist, es sowieso schon schwerer hätte, eine hohe Wertung zu bekommen. Aber dennoch ist nicht davon auszugehen, dass wir hier ein wirkliches Highlight gerade in 10 Minuten ich sag unserer mal so. Zeit widmen. Also ich würde sagen, ich würde es glaube ich im Regal stehen lassen. So. Ja, auf dem nächsten Trödelmarkt bei den Rattinger Spieltagen, wenn es da liegt für 1 Euro, nehme ich es mit. Würde ich glaube ich auch tun, nur aus Neugier allein schon. Ja. Ja, jetzt, Marcel, wo wir so viel drüber geredet haben, müssen wir es eigentlich probieren. Ja. Ja. Ich kann zwar nicht mehr gewinnen, aber ich kann wenigstens noch einen Punkt holen, ne? Du kannst noch einen Punkt holen und zumindest deinen Walk of Shame deiner Frau gegenüber ein wenig verringern. Weil das 4:7 oder 5:7, das klingt doch schon, ne, besser. Das stimmt. Okay. Außerdem, dann gib mir. Außerdem, wenn du jetzt den Punkt holst und Jörg dein letztes Spiel verkackt, hast du auch nur mit einem Punkt Unterschied verloren. Das stimmt auch wieder. Also, es ist ein, ja, klingt aber irgendwie traurig. Ja, besonders rühmlich war das heute hier alles nicht. Dann gib mir doch mal die 3. Die 3 haben wir noch. Ja, die 3. Die 3 ist von 2014. Okay. Also 10 Jahre alt, das ist das perfekte Spiel, eigentlich, dass noch ein 10 Jahre Jubiläumsbox hätte rauskommen können. Es kommt doch an, was nicht jetzt kommt. Glaube ich, wüsste ich. Zumindest steht hier nichts, dass es so wäre. Es ist von Seda Interactive. Mhm. Nein, der Publisher ist Seda Interactive, so. Und das heißt Board Game Heroes. Board Game Heroes? Board Game Heroes. Das klingt zumindest ganz cool, muss ich sagen. Das klingt echt mega cool.
Ja, der Titel ist, den finde ich jetzt das erste Mal heute, ich sage, der Titel ist, klingt, obwohl, nee, das, wie hieß das, dieses Nacht, Nightmares? Nee, nicht Nightmares. Wie hieß das, was ich eben hatte? Ja, Night, Nightmarium. Nightmarium, ja, das klang auch noch ganz cool. Aber Board Game Heroes, da fühle ich mich direkt angesprochen sogar. Boah, das klingt so, das Fantasy-like, das klingt größer als Knie, muss ich sagen. Irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie klingt das groß. Board Game Heroes. Boah, schwer. Aber das klingt auch so generisch, ey. Das stimmt auch wieder irgendwo. Ist aber keiner drauf gekommen. Ist einer drauf gekommen. Board Game News. Was hast du gesagt? Was für ein Verlag war das? Seda Interactive. Seda Interactive? Ja. Das habe ich auch nie was von gehört. Noch nie. Was heißt denn Interactive? Ist das ein Online-Publisher oder was? Interactive heißt interaktiv. Ja, verstehe ich schon, aber welche Verlage heißen Interactive? Boah, schwierig. Boah, Board Game Heroes, was ist das nur für ein Spiel? Ein 10-Jahr. Was, vor allem, was könnte das noch sein? Das klingt, ich denke jetzt irgendwie so an so ein Kartenspiel irgendwie, ne? Kartenspiel, sagst du? Ja, ich denke irgendwie an so ein Kartenspiel, so Board Game Heroes, da denke ich, weil jetzt kam doch letztens bei Asmodee auch so Heroes for Sale oder irgendwie sowas raus, weißt du? Ah, aber so, ja, okay. Ich habe das Gefühl, es ist nur 10 Jahre, also es ist ziemlich neu, dass die irgendwie sowas genommen haben, die ganzen Helden aus Brettspielen, als auch ein Kartenspiel, entweder sowas wie Hero Realms, dass du dich mit Boardgame Heroes auf die Fresse aus, nur in diesem Style, dass es nur keiner kennt hier, irgendwie sowas in die Art vielleicht, oder weiß ich nicht. Kampagnenspiel, glaube ich, eher wenig. Boah. Aber fallen dir berühmte Charaktere aus Brettspielen ein? Ah, okay, hast du eigentlich recht. Der Pöppel. Der Pöppel. Der Würfel. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ganz schön schwer. Also, das gibt's doch eigentlich nicht. Okay, das stimmt auch wieder. Was sind denn Boardgame Heroes? Obwohl, die Andor-Helden zählen ja schon. Ne? Die haben so richtig gefändet. Ja. Ja, schon, aber. Ja, das stimmt. Aber ich wüsste auch nicht, wie sie heißen. Ja. Oder das ist ein Rollenspiel, ein Pen- und Paper-Spiel, wo jeder eine Rolle nimmt eines Brettspielers. Der Denker, also hier der Paralyse-Analyse-Denker, der Trash-Talker. Das ist geil. Ja, das ist geil. Die Spielertypen, genau. Ja, das ist geil. Das ist geil. Der Dungeon Master muss den halt durch ein imaginäres Spiel führen. Ja, das finde ich ganz gut. Ja, es ist so fantasyreich, es ist kein Knizia. Da steckt mehr drin als ein Knizia. Richtig. Ja. Boah. Du machst den 5. Punkt. Das ist super, wenigstens etwas. Yes! Was ist das für ein Spiel, verdammt nochmal? es ist kein Knizia. Es ist von Seda Interactive. Willst du dich verscheißen, hast du es hier schon Seda gesagt? Interactive. Und der Artist ist auch Seda Interactive. Hä? Ach, dann war da ein Versprecher sogar. Nein, sie haben alles indirekt. Okay. Sie haben es selbst herausgebracht, sie haben die Artwork dafür gemacht und sie sind quasi als Autoren kumulativ auch aufgetreten. Aber jetzt klär mich bitte auf, was ist das für ein Spiel? Das klingt richtig cool. Ja, es ist, glaube ich, total ein total eigenartiges Ding, weil es ist angeblich ein würfelbasiertes MOBA auf dem Tisch. Ein MOBA? Und es wird nur Print on Demand gedruckt. Aha. Das heißt, wenn du es bestellst, kriegst du es. Nein, wenn du es bestellst, wird es für dich hergestellt. Wenn du, ja, manche. Ja. Also es ist nicht, also die meisten das dauert sagen, dann ein bisschen, bis, also ich meine, also nee, das klar, aber das heißt,
Du kannst, witzig, ja, das ist recht, das war blöd. Aber wenn du, das heißt, das dauert erstmal Ewigkeiten, bis es kommt, weil es erstmal gar nicht auf Lager liegt, sondern. Ja, okay. Okay. Ja. Ein würfelbasiertes MOBA. Ja, aber MOBAs sind ganz oft. Nee, warte mal, sind die. Ich überlege gerade. Nein, MOBAs ist sowas wie League of Legends. Ich weiß, was ein MOBA ist. Spiele-Adaptionen würfelbasiert sind. Black Rose ist auch MOBA, finde ich. Also, Black Rose Wars. Diamond Bones ist ein MOBA, was ich hier habe. Das kann man. Ja, Black Rose Wars aber auch. Du hast eine kleine Arena und kämpfst aus Jobs. Aber das ist eher ein Royal Rumble, oder? Ja. Keine Ahnung, ob es ein Fachbezeichnung für gibt. Ich nenne es mal Royal Rumble, weil alle so jeder gegen jeden einfach in dieser Arena rumschießt. Naja. So. Ja. Obwohl, das machst du bei League of Legends ja irgendwie auch. Aber... Ja. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, Jörg, du entscheidest, wie groß die Schande ausfällt. Ja, dann muss ich mich jetzt nicht so bemühen, weil wir müssen ja noch zusammen. Wir wollen ja auch noch zwei Videos sehen. Okay, dein Spiel aus dem Jahr 2023. Oh, und das kann nur peinlich werden jetzt. Bei Dragon Dawn Productions erschienen. Bei Dragon Dawn Productions. Und es heißt Tolerance. Ist also auf gar keinen Fall ein Knicks, ja. Das war einfach, das hatte ich jetzt auch gewusst. Ja, ein Geschenk. Ja, so, das habt ihr euch wirklich schön so für das als Spiel aufbewahrt, was eigentlich immer so, ja, egal was passiert. Ja, genau, das meinte ich aber eben mit, es gibt doch ab und zu auch mal so ein Ding, was einfach leicht ist. So, wo man einfach sagen kann, jo. Dein Geschenk. Und dann bist du jetzt sogar nur noch einen Punkt schlechter als letztes Mal, Jörg. Ja, toll. Ja, toll. Ja, ich bin, ja, also mein, das Wichtigste ist, dass ich den Titel verteidigt, aber ich fand, das war trotzdem heute, irgendwie war das richtig knallhart. Also, du hast schon ein geiles Spiel, also du hast schon echt geile Titel da rausgesucht, irgendwie. Das war schon. Ich liebe diese Random-Funktion. Also was ich mache, ist, ich mache mir immer die Liste auf mit den Knizia-Spielen bei Boardgame Geek. Einfach nach einem Boardgame Geek Designer, ne? Kannst ja suchen und zeigt dir alle an. Ja, klar. Wir wissen ja, er ist die Nummer 2. Ja, das wissen wir, ja, das wissen. Und da suche ich mir Spiele aus. Heute waren es, glaube ich, 8, die ich genommen habe. Ich setze mir so eine Zahl. So viele Knizers haben heute im Rennen. Und dann fülle ich die anderen einfach mit der Random-Funktion auf. Ja. Da kommt auch ganz viel Zeug, wo gar kein Design angegeben ist. Da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht von Knizia sind, aber da gibt es halt keinen Beweis für. Ja, aber kein Designer. Ich glaube, dass der Knizia so viel von sich selber hält, dass er sich auf die Box schreibt. Ja, das glaube ich auch, aber das wäre redaktionell falsch. Das gibt's halt doch gar nicht. Doch, das gibt es halt immer noch. Ja. Ja, heute noch weniger als. Ne? Und dann kommt halt die Random-Funktion da von wir finden es raus bis, Na krass. Wir kennen davon gar nichts. So, und um unseren Bildungsauftrag noch eben. Wie alt ist er und wo kommt er her? Genau, Alter, Herkunft. 1957 geboren. Oh. Hier steht allerdings nicht, wo er herkommt, nur dass er in Deutschland geboren wurde. Echt jetzt? Ja. Okay. Und wie sein Name ausgesprochen wird im Das muss ich euch gerade mal schicken. Oder guckt das mal beim Wortgeek nach. His name is pronounced und dann steht da, wie man Rainer Knizia ausspricht. So, ich habe mal auch das. Ich habe es gerade. Knizia. Rainer. Sensationell. Gott. In Elatissen wurde er übrigens geboren. Das steht bestimmt bei ihm auf der Seite, oder? Nee, ich habe es einfach bei diesen typischen ChatGPT-Suchprogramm eingegeben. Woher stammt Rainer Knizia? 16. November 57 in Elatissen in Bayern. Ja. Okay. Aus Bayern kommt er her. Also, ja. Ich hoffe, du hast Spaß, Marcel. Ja, es hat sehr großen Spaß gemacht, auch wenn ich nur ein paar Pünktchen geholt habe.
Aber ich bin jetzt nicht ganz so weit abgedroschen von Yogi. Von daher ging das ja noch. Vor allem war es auch schweineschwer heute, fand ich. Das war wirklich schwer. Da waren ein paar spannende Titel drauf, obwohl ich jetzt dieses Boardgame Heroes irgendwie mir angucken möchte. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Ja, schon, ne? So, ich weiß. Das hat sich nicht irgendwie wirklich durchgesetzt. Und, aber der Name klingt so cool. Also, es gibt einen Discord-Server von Fallen Rainer Knizia Enthusiasten. Wie kommt man gibt da es? Drauf? Ach du Schande. Du hast eine riesen Fanbase wahrscheinlich. So, Rainer Knizias Enthusiast Discord Server Favorite Knizia Games gibt es ja als Thread bei Boardgame Geek. Das heißt, es muss ja wohl einen Discord zu geben. Ich werde jetzt den Rainer Knizia Enthusiasten beitreten, wenn das geht. Ich werde es hinkriegen bei Boardgame Geek. Mach das mal, ey. Herrlich. Ja, man kann begeistert sein. Ich fand es auf jeden Fall großartig. Es hat mir wieder richtig Bock gemacht. Ja, es hat richtig Spaß so gemacht. Geil, vor allen Dingen, weil man ja auch so geile Spiele entdeckt, so, von denen du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und ganz ehrlich, das Bully Herbie Spiel, dieses Shoot is Money to Ding, mit einem Rating von 2, was war das? 2,3. Ja, das ist ja wirklich die unterste Schublade schon. Also, das ist ja. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr niedrig. Ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schon krass. Also, es war mir auf jeden Fall ein Fest, dabei sein zu dürfen. Ja, gerne, gerne. Ja, es hat auch sehr viel Bock gemacht. Es hat wirklich sehr viel Bock gemacht. Ja. Yeah. Also, mal wieder. Ich muss sagen, das ist ein tolles Quiz. Und ich muss ja mal sagen, wenn irgendwer unserer Zuhörer, also es gibt ja schon so zwei, drei, die auch schon bekundet, dass sie gerne mitmachen wollen. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt uns an. Ne? Wir sind froh über jeden, der Lust hat, da mitzumachen. Das ist richtig. Wahrscheinlich steht alles in den Shownotes, ne? Manchmal. Ja, wenn ihr sagt, schreibt mich an, sollt ihr bei ja, aber manchmal irgendwie werden die Shownotes nicht überall so richtig hin übermittelt. Okay. Okay, aber grundsätzlich ne, könnt ihr natürlich nicht melden bei uns. Also auch, es geht auch der andere Weg über den YouTube-Kanal Dice Brothers oder so, könnt ihr euch natürlich auch melden. Also es wird dann, das kommt dann ja auch an, das geht dann schon ganz gut. Genau. Kommentar, alles gut, kriegen wir hin. Naja, dann würde ich sagen, Deckel drauf. Ja, wie lange sind wir heute eigentlich dran, Mensch? Wir gar nicht, das ist immer wichtig. Also die Aufnahme läuft 2 Stunden, 1 Minute. Okay, wir haben echt lang gemacht heute. Ja, guck mal, das war super, super. Also freue ich mich sehr. Gleich ja auch gelohnt. Heute musste ja auch viel gegrübelt werden. Na, da wird es schon mal lang. Das ist dann nicht irgendwie in 20 Minuten. Ja, es war einfach geil. Julia, hat Bock gemacht. Wir haben extra lange für dich gemacht heute, damit du viel malen kannst. Ich habe extra sehr gut. Viel malen. Ja, allerdings. Ey. Stimmt. Ja, dann, welches Spiel ist denn diesmal dran von dir, Yogi? Ich weiß nicht, ob mein Spiel dran ist. Sie kriegt ja, sie hat ja auch noch eigene Spiele. Ne? Also, ne. Ach so, ja, okay, hätte sein können. Ja. Man weiß es nicht. Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, dann verabschiede ich hiermit das Cast und Crew vom Blockspiel Imperium und gehabt euch wohl und spielt was Schönes. Sieht so sich in den, ihr seht uns in den Videos oder hört unsere nächsten Ausgaben vom Podcast. Alles klar. In dem Sinne, mach's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.